Hallo. Ich gehe da einfach direkt jetzt hier runter. Ich rede mit Gladio und dann gehen wir da runter oder hoch und dann spielen wir das Spiel durch. Hallo Scarlight. Können wir heute das Spiel durchspielen? Ist es noch weit? Oh mein Gott, er grinst. Er hat uns in eine Falle gelockt. Musik geht ab, geht crazy. Geheim Labor B. Ja, in der Crosma Fight wird, ich sag's mal, interessant. Okay. Hallo Kühner, hallo Fabian, hallo Isa. Isa, du bist ein Menki. Okay. Wir gehen zu B. Steht hier B? Wo steht B? Ich glaube, er hat auf. Steht hier irgendwo A, B, C? Nein, einfach B. B? Kühner, du bist ein Psio. Pion Draghi. Ich komme da immer drauf. Ich kann das mir alles zusammenbauen. Drei Kämpfe auf einmal. Wird das ein Dreierkampf? Gibt es nicht diese. Ah, nee, das sind dann drei. Jetzt sind wir zu fünft. Das ist ein Fünferkampf. Oder drei hintereinander. Und was macht Tali? Kampf ich jetzt immer mit Tali zusammen? Und warum hat er einen Wiederball geworfen? Ist ja widerlich. Also ich bin, glaube ich, unterlevelt für Necrozma, oder? Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall keinen billigen Trick anwenden mit Toxin oder sonst irgendwas, was ihr gesagt habt. Fabian, du bist ein Trassler. Die sehen creepy aus. Die sehen voll cool aus. Knirscher. Weißt du, mit wem du hier warum? Also, es war viel zu stark für eine Unlichtattacke, hallo? Mariko. Mariko, vielen Dank für 19 Monate. Vampira wird Necrozma einfach Flammen werfen und fertig. Mariko, Dankeschön für 19 Monate. Muss ich jetzt gegen echt jeden Einzelnen kämpfen? Tali steht hinter mir und chillt. Es hieß, dass Tali mit mir zusammen hier ist. Also wo zum Teufel ist sein... Was hat er eigentlich jetzt? Er hat wahrscheinlich das... hässliche Starterding. Hallo Uwe. Pummeluff, Dankeschön für 6 Monate. Komm, warum mache ich nicht eigentlich die ganze Zeit Z? Ich meine, wenn die nur ein Pokémon haben, kann ich auch einfach Zetten. Er ist da, genau. Was macht eigentlich Tali? Er gibt sein Bestes. Tali gibt auch einfach nur sein Bestes. Hallo Anne. Magneton. Schmilzt. Was? Bast. Hast du noch einen Suicune bekommen? Ich glaube am Freitag habe ich... Nee, Moment, ich habe nur einen Suicune bekommen. Ich habe schon wieder aufgehört, Pokémon Sleep zu spielen. Aber ja, ich habe einen Suicune bekommen. Ich habe 3 Tage gebraucht, um es zu fangen.
So viel wollten die an Essen. Was? Steinkante? Das ist so wichtig. Steinkante 100, Genauigkeit 80, hohe Volltrefferquote. Steinhagel war Genauigkeit 90. Ah, kommen die 10%. Weil Fuchtler ist geil, Donnerzahn ist geil, Knirscher ist auch geil. Ich ersetze Steinhagel mit Steinkante und dann ist das meine Z-Attacke. Treffen Z-Attacken immer? Blöde Frage, weil ich habe noch nie erlebt, dass diese fette Animation kommt und dann kommt einfach, hat nicht getroffen. Obwohl die Welt gerade um ihn rum einfach runtergegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Z immer trifft. Treffen immer. Dann ist es OP, dass ich das jetzt mir beigebracht habe. Einfach immer Steinkante Z machen. J-Gamer, du bist ein Lavados. Und Mariko, du bist ein Dusselgur. Oh, ein Pyrogon. Pyrogon. Pyrogon kriegt den Knirscher. Wenn es mich der... Ich hab gar keinen... Was? Ich Amphira muss noch eine Unlichtattacke. Ah nee, Moment, ich bin ja gar nicht Unlicht. Ich bin Feuergift. Ich denke mal, ich bin Unlicht. Ja, Chase. Wir machen trotzdem einfach wieder Z-Flammen. Echt, selbst bei Schutzschild trifft meine Z-Attacke. Krass. Aber das mit Giga zu vergleichen ist komisch, weil mit Giga kannst du ja Schutzschild machen. Und das geht nicht durch. Aber es muss halt wahrscheinlich das Giga-Schutzschild sein. Duna-Schutzschild. Hallo Daniela. Hat die Magnetilo-Reihe komplett Schwebe? Keine Schwebe? Ich dachte, die können schon Schwebe haben. Hummeluff, du bist ein ausgestorbenes Korallentier. Du bist ein Korgason. Dave, dankeschön für 14 Monate. Space Sushi, dankeschön für deinen allerersten Prime. Dankeschön. Hallo Pokefrosch. Z-Attacken machen auch Schaden durch Schutzschild, aber macht dann nur noch 25% des eigentlichen Schadens. Ach, krass. Okay, dann gebe ich meinem Wolverock jetzt das Wolverockonium oder so. Mariko, dankeschön für 200 Bits. Leos Share and 100 Leos Share and 100 noch ein bisschen was für Sparschwein Leos Elo VE. Danke. Mann, viele von meinen Pokémon sind besiegt. Danke. Da fällt mir ein, weil du jetzt sagst Sparschwein. Das ist gut, das ist gut. Wo sind meine da? Wolverokium. Danke für 33 Bits, Frosch. Ja, am Freitag hatte ich ja 11-Jähriges mit Rosa. Und wir hatten einen Tisch reserviert bei einem feinen Lokal. Es war doch nicht, so wie ich gesagt habe, dass es ein... Also es war doch kein Fischlokal, reines Fischlokal. Sondern alles. Aber das war vom anderen Stern gut. Das war wirklich unfassbar lecker. Aber auch dementsprechend teuer und die Portionen waren dementsprechend klein. Also fast nicht so ganz so extrem, wie man es vielleicht kennt, aber schon so fast so extrem, wie man sich das vorstellt mit denen. Es geht bestimmt noch krasser, aber es war unfassbar lecker. Irgendwie so 15 Euro Vorspeise, Hummerpasta und es waren buchstäblich 4 ganz kleine Stücke Hummer und 2 Gabeln Pasta. Also so klein. Aber dann dafür die Hauptspeise, die wir gewählt haben, war ein, ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht, Côte de Bœuf, also ein Steak, Côte de Bœuf, keine Ahnung, ein Steak, das man zu zweit bestellen soll, für 90 Euro. Und das war von der Menge her genug, das war sehr lecker und das war wirklich so, das ist unfassbar gut.
Also da haben wir zum Einjährigen tief in die Tasche gegriffen, aber das ist auch gut so. Scheiße. Er hat einen Reitschuh, das ist nett. Das ist nett, dass du einen Reitschuh nimmst. Das passt gerade sehr gut. Ich hingegen habe Feuer, das passt gar nicht gut. Hast du noch Hunger danach? Nee, mit dem Codebœuf. Überhaupt nicht. Aber Rosa hat dann noch ein Bein bestellt. Für 30 Euro. Aber es war alles, es war wirklich alles so, das war so, du hast alles in den Mund genommen und hast ein Geräusch dabei machen müssen. Mein Parasek ist jetzt auch schon über 40, krass. $30 für eine Flasche oder Glas? Zwei Gläser, 30, also jeweils 15 Euro das Glas. 3dmin, hallo. Ich habe eine Frage zum Living Dex Projekt. Du willst ja jedes Pokémon aus der Edition, wo es erstmal vorgekommen ist. Ja, das ist aber das Origin Dex Projekt. Living Dex Projekt habe ich schon seit 3 Jahren fertig. Das ist einfach nur jedes Pokémon besitzen. Jedes Pokémon habe ich schon seit Jahren. Origin Dex heißt jedes Pokémon aus der Gen, wo es erstmal vorkam. Deswegen Origin, der Ursprung. Spielt es aber eine Rolle, ob ein Pokémon aus Rubin oder Omega Rubin kommt? Ist ja beides in Home-Höhen. Oder gibt es noch einen Unterschied? Das machst du, wie du Bock hast. Gibt keine Regeln. Aber natürlich gibt es einen Unterschied. Das eine ist Höhen und das andere ist Höhen. Hörst du den Unterschied? Höhen. 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 Oh, warte, warte. Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Wenn zählt, soll Galeo und Lunala als Ultrabestie? Nein. Vielleicht. Der Unterschied ist, dass in Pokémon Home hast du bei den Remakes ein Zeichen und bei den Originalspielen hast du kein Zeichen. Weil Generation 3, 4 und 5 haben kein Zeichen in Home. Also ja, natürlich sieht man, ob du die Remakes benutzt hast oder nicht. Aber es ist vollkommen, das muss dir gefallen. Das muss nicht mir gefallen, was du machst. Hallo Hannes. Ich dachte, du sagst dazu Hohen und nicht Höhen. Ich sag, was ich will, zu jeder Zeit, immer anders. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lily mit Cosmog abgehauen. Wahrscheinlich konnten sie einfach nicht anders, sie ist viel zu gutherzig. Wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Also die haben gerade rausgefunden, dass Cosmog zu einer Ultrabestie wird, wenn es gestresst ist und deswegen versucht, wer ist denn hier? Team Aether. Versuchen, Cosmog zu stressen. Was? Um die Ultrabestie herauszukriegen. Was dann Lunala oder Solgaleo ist. Machst du jetzt eigentlich die Ultrabestie im Pokéball oder im Ultraball? Im Pokéball. Ich fange alles im Pokéball. Das würde mich auch interessieren. Oh mein Gott, ihr seid so interessiert. Okay, hier kommen wir nicht rein. Du bist Team Elixier. Warum komme ich hier nirgends rein? Okay, gehe ich halt woanders hin. Wir waren Samstag zum Geburtstag meines Sohnes auch beim Japaner gewesen und es war so unendlich lecker gewesen und hat uns aber auch einiges gekostet. Für mein Kind war es aber das allemal wert gewesen. Sehr gut. Darf ich mich heilen? Ich müsste mich mal kurz heilen. Kann mich einer von euch heilen? Ich lieb's, wie die Gesichtsausdrücke von denen sich alle nicht ändern, während sie sich so richtig ankeifen.
Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Hast du mich geheilt, Tali? Wofür, was bist du hier? Heil mich. Das kann schwer werden, weil die Catrate dafür sind richtig schon fast gegen Null. Ja, wie ein Leggy halt. 0,3, hoffentlich. Hoffentlich 0,3%. Aber ich habe schon mal nachgeguckt, es sind nicht 0,3%. Du kommst hier mit niedrigen Catchrates. Soll ich mal kurz gucken, was die Catchrate von der Ultra-Bestie mit Pokéball ist? Wenn es 0,3 ist, bin ich sehr glücklich. Aber es ist nicht 0,3, es ist irgendwas Peinliches wie 3% oder so. Es ist viel zu hoch. Was nehmen wir? Solgaleo ist wahrscheinlich Quatsch jetzt zu nehmen. Nehmen wir... Soll ich Necrozma? Nee. Nehmen wir... Kitakami, keine Ahnung. Das heißt nicht so auf Englisch. Wie heißen die denn? Gaslord, weiß ich auf Englisch, glaube ich. Ja, Gaslord. Gaslord im Pokéball sind 2%, my man. 2% ist doch... Anego. Das heißt nicht auf Englisch Anego. 2%! Für 3% Catchrate setze ich nämlich nicht mal aufrecht hin. Genau. Das kann schwer werden im Pokéball. 2% sind nicht schwer. Das sind 50 Bälle. Oh, ich bin geheilt. Tali hat einen Sinn. Er hat seinen Sinn erfüllt. Also wir waren krass essen. Dann... Das war Freitag. Was haben wir Freitag gemacht? Ah, dann haben wir einen Film angeguckt. Den Film Hitman auf Netflix. Nicht Hitman, sondern Hitman. Der okay war. Ein netter, lustiger Film auf Netflix, den man sich anschauen kann. Hitman. Auseinandergeschrieben. Nicht der Typ mit der roten Krawatte. Ihr kennt euch? Alter Tali. Jetzt heilst du mich? Wir wurden gerade eben geheilt. Direkt noch eine Heilung. Die Tür zur Präsidentin ist verschlossen. Das ist kein Problem. Wir sprengen sie auf. Hast du dir jetzt noch was geschenkt, dass sie dir auch etwas gekauft hat? Nö. Ich doch nichts dafür, wenn sie mir was schenkt. Von ihm. Red Face, du bist ein Linfalium. Linfa Impro Papa. Hallo Sword of the Demon King, ich hoffe, du hast viel Spaß in Tokio. Ich hoffe, ihr geht auf den Turm. Geht auf den Turm. Geht auf den höchsten Turm. Das ist so krass. Da sieht man, wie riesig Tokio ist. Es ist nicht umsonst die größte Stadt der Welt.
So, wie machen wir das Ganze? Wir könnten einfach Boden einsetzen und alle sind weg. Lass mal kurz Pantros holen. Ja, jetzt ist schon relativ spät in Tokio. Jetzt hat es locker schon... Ist es da nicht 10, 11 Uhr so? Das ist wahrscheinlich eh noch. Schön Jetlag. Oh, Gladio kämpft ja sogar mit mir. Gladio, es tut mir leid, aber du musst jetzt ein bisschen tanken. Tokyo Tower haben wir schon. Die höchste Ebene ist leider erst am Ende des Monats wieder frei. Wir waren auf der höchsten Ebene. Glaube ich. Aber was machen die 100 Meter noch aus? Ich weiß nicht, ich war da, wo man wirklich so in so einem Kreis, also nicht mehr da, wo die ganzen Leute so sind, sondern wirklich so ein dünner Kreis, wo man immer weiter hochgeht. Ich glaube, das war die höchste Ebene. Die man als Normalo besuchen kann. Und dann, wir waren so am Sonnenuntergang da, das heißt, ja, als es dann dunkel war, sieht es halt einfach nur krass aus. Halb null habt ihr. Du hast so harten Jetlag. Sehr gut. Hallo Benny, hallo Marco. Junge, ihr habt eine kleine Bodenschwäche, Mensch. Itemsperre, das ist okay. Ach, Jetlag so gar nicht. So gar kein Jetlag, ah. Sehr gut gemacht. Wie war, aber hast du noch Zeit? Wie war es, das erste Mal zu fliegen? Hast du es dir so vorgestellt oder war es schlimmer? Ich bin am Leveln. Komm, jetzt mach auch mal was. Null. Sehr gut. Leichte Bodenschwäche haben die. Ganz leichte Bodenschwäche hat dieses Team. Keine Wirkung. Mensch, du machst sogar eine Elektroattacke auf mich. Ah, Statik. Kann die eine nochmal kommen und mich heilen? Warum hat sie uns überhaupt geheilt? Sie ist Teil von den bösen Ätherianern. Ach, und der Uwe ist gerade in Portugal. Da macht Rosa bald eine Woche Urlaub. Mit feinen Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile, daran könnte ich mich gewöhnen. Nix da. Wir sind Einzelkämpfer. Das ist eine Ausnahme hier. So, jetzt kommt der Mr. Fabian mit seiner Käferschwäche. Was hast du? Ohne dich? Ohne mich! Ich kann mir nicht leisten, nur wieder eine Woche weg zu sein. Ich muss Content für euch machen. Deswegen habe ich gesagt, sie muss alleine Urlaub machen. Du hast Schwebe, oder? Lipomentis. Wobei, ich mache gegen dich eh. Phantom, wie heißt es? Schattenfessel. Sladian-Flug. Reit schon, geh auf Lady an. Nein, den mache ich schon. Okay. Oh, Raichu schlecht. Hallo, Max Tendo. Mist. Du machst jetzt nochmal Donnerblitz, aber auf. Nein! Oh Mann, okay. Ach, darf ich wenigstens Plöcker jetzt machen auf Lepomentas? Ja, okay, gut. Mist, Alter. Hallo Azrael. Ich
Suche ganz verzweifelt ein weibliches Shiny Roselia und Roserade. Als er endlich mal in Roselia kam, ist es geflüchtet. Du musst Sachen machen, dass es nicht flüchten kann. Wie zum Beispiel ein Wohin genau. Wir fliegen im Frühjahr nach Japan, bin schon ultra gespannt. Tokio und Osaka stehen auf dem Plan und das neue Nintendo Museum. Ja, da würde ich auch gerne hingehen. So eine schöne Aussicht, aber leider hat es in Eiern geregnet und gestürmt, dass der Flieger mit einer Stunde Verspätung von Frankfurt loskam. Ja, eine Stunde ist ja nix im Vergleich zum ganzen Flug. Aber ja, das heißt, du saßt am Fenster und hast geil rausschauen können. Warum ist das Spiel gerade so krass laggy? Wohin genau gibt's nicht im Spiel? Achso, ich dachte, du spielst BDSP. Du spielst Legends Arceus. Wie, aber dann können Pokémon doch erst recht nicht flüchten. Hä? Achso, doch, die flüchten dann so. Ja, warum speicherst du nicht? Hä, in Legends Arceus gibt es keinen Grund, warum ein Pokémon weglaufen kann. Du bist selber schuld, wenn in Legends Arceus dir ein Shiny wegläuft. Erstens, und jetzt wirst du dir an den Kopf fassen, aber das wusstest du wahrscheinlich schon, speichern. Wenn Shiny kommt, sofort speichern und dann kannst du immer dieses Shiny immer wieder sehen, wenn es wegläuft. Zweitens, jedes Pokémon-Spiel hat ein Backup-Save. Lautklinge 90, 100, 55, 95, aber hohe Volltrefferquote. Aber oh, Rasierblatt ist auch physisch, okay. Ach, auch eine hohe Volltrefferquote, ja, dann ist so logisch. Jedes Pokémon-Spiel hat, oder nicht jedes, aber die alle neueren Pokémon-Spiele haben ein Backup-Save. Das heißt, in dem Moment, wo das Roselia weggelaufen ist und dir ist aufgefallen, dass du nicht gespeichert hast, hättest du einfach die Konsole ausmachen müssen. Und dann startest du das Spiel neu. Machst die Tastenkombination für Backup, startest das Backup und du bist da, wo du das erste Mal wieder die Map betreten hast. Es gibt in Legends Arceus und genauso auch in Kamisin und Popo eigentlich keinen Grund, dass dir ein Shiny wegläuft oder stirbt oder was auch immer. Shiny Fails sind eigentlich unmöglich in Legends Arceus. Schattenfessel ist sehr effektiv. Ach, Hypno ist da, okay. Hallo Onkel Pipi. Hallo Virox. Ihr habt auch leider, hab ich schon vergessen zu speichern. Automatisches Speichern ausgemacht. Daniela, Backup Safe. Schau dir mein Video zu Backup Safe an. Backup Safe heißt nicht, dass du automatisches Speichern anhaben musst. Legends Arceus hat, glaube ich, gar kein automatisches Speichern. Hat Legends Arceus automatisches Speichern? Nee. Backup Safe heißt, das Spiel hat ein Backup Safe. Das hat nichts mit automatischem Speichern zu tun. Jedes Pokémon-Spiel macht immer Saves. Hat nichts mit automatischem Speichern zu tun. Wenn du ein Pokémon-Center besuchst, wenn du die Map neu betrittst und so weiter. Das heißt, selbst wenn du vergisst zu speichern, selbst wenn du automatisches Speichern aus hast, gibt es eine Tastenkombination, mit der du den letzten Save laden kannst, wo du die Map betreten hast. Und es ist traurig, dass Nintendo oder Pokémon das nicht kommuniziert. Wer kann Knirscher von euch? Wolverock. Du hast selber schon Shinies und Karte verloren. Ich rede von Legends Arceus. Wo ich, glaube ich, noch nie ein Shiny verloren habe. Außer ich habe einmal absichtlich eins umgebracht. Das war ein Schlurp. Und in Kamisin und Popo kann dir natürlich ein Shiny Fail passieren, wenn es spawnt und sofort wieder wegspawnt. Wenn es spawnt und sofort despawnt. Dagegen kannst du natürlich nichts machen.
Wenn man den Kapu speichert, ist das Pokémon doch sowieso weg. Wofür sollte man dann speichern? Was, wenn man dann neu lädt? Ich rede von Legends Arceus. Geht das auch, wenn man bis zum Morgen geschlafen hat? Zählt? Das weiß ich nicht. Also inzwischen ist dein Roselia natürlich weg. Musst es sofort machen. Wenn du das nächste Mal wieder in einem Camp warst, wird der Backup... Jetzt hast du einen neuen Backup. Vielen Dank für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Heilst du mich? Oh, wie ich Kinder verabscheue. Ich verstehe dich, Herr Fabian. Kinder sind schrecklich. Der Abschaum unserer Gesellschaft. Bin ich so willig geheilt? Ja, okay. Speichern. Demon King, du bist ein Viscargot. Viscargot. Das ist meine Backup-Speicher, wusste ich nicht, aber danke. Dann beim nächsten mache ich es so. Es ist so traurig, dass Leute es nicht wissen. Warum wissen das Leute mit dem Backup-Safe nicht? Es muss überall, muss das stehen. Und es ist so komisch, dass Pokémon es einem nicht erklärt. Okay, warum sind da zwei schon am Boden? Hat die Aether Foundation sich Team Skull gekauft? Wer war das? Gladio. Mama. Ist hier ein Weg außenrum. Halli heilt mich sowieso. Was zum Teufel ist das für ein Weg hier? Ist das so weit? Oh. Meisterball. Ist das ein neues Pokémon? Ja, frisch rausgekommen. Ganz under the radar. Ich bin auch der Einzige, der das gecheckt hat. Pokémon dachte sich mal, bringen wir ein Spiel raus, das niemand mitbekommt. Ganz neu. Das Spiel heißt Pokémon Halt und Pokémon Die. Der dritte Teil, Fresse, kommt noch raus. So, das heißt Ultra Karmesin. Hey, spielen wir noch normal durch oder ist was machen wir gerade? Wir spielen das Spiel. Was sagen die eigentlich jedes Mal? Mabula. Jedes Mal, wenn man ein Team Skull trifft, sagt er Mabula. Ich glaube, noch niemand hat ein Mabula. Silvaro ist dauernd schwach gegen was die rufen. Ich mache jetzt Wolverock wieder an erster Stelle. Wolverock gegen Gift oder Pampros. Oh, Pampros hat keine Steinattacke. Was ist dir eigentlich lieber, Zusatzedition oder DLC? DLC natürlich. Warum sollte eine Zusatzedition besser sein? Natürlich DLC. Warum soll ich nochmal ein Spiel für 70 Euro kaufen, wenn man einfach ein DLC für 20 Euro rausbringen kann? Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, nach sechs Tagen habe ich mich noch nicht dran gewöhnt,
wie man hier Pokémon tauscht. Das ist komisch. Mabula. Wenn er denn 20 Euro kostet. Haben sie um Popo 20 Euro gekostet. Leo, das hat 40 Euro gekostet. Das waren zwei DLCs. Nein. Nein, es hat 40 Euro gekostet. Okay. DLC 1, DLC 2, 40 Euro. Zwei DLCs. Aber Platin war halt schon cooler als Diamant und Perl. Ja, und Karmesin und Purpur mit allen DLCs ist cooler als nur Karmesin und Purpur. Ha? Man konnte die DLCs auch nicht einzeln kaufen. Das ist ja nicht mein Problem. Trotzdem kostet ein DLC 20 Euro. Aber ja, das war dumm. Das war echt eine Frechheit, dass man sie nicht einzeln kaufen kann. Es hätte ja sein können, dass man eins will und dann sagt man sich, ah, war doch nicht gut. Also kaufe ich den zweiten Teil nicht. Aber die Option hatte man nicht. Hat Gladio verloren? Warum hat Gladio eigentlich kein Glad Imperium? Vertane Chance. Was hatte der nochmal? Was hatte der? Romli. Ach ja, das Problem hatte er. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin schneller und ich mache Steinkante und dann ist es einfach komplett weg und kommt auch gar nicht wieder. Weil Glad Imperium ein Gen 9 Mon ist. Danke, dass du meinen Witz erklärt hast. Nochmal, wie geht es dir? Beschissen. Boom. Geil aus. Respekt. Geile Cutscene. Dauert viel zu lang. Aber das sah geil aus. Das war die beste bisher. Von dem Move von ihm. Der kam echt rüber wie so ein One Piece Bleach Naruto Move. Donarion. Aber Donarion fliegt. Das fordert eine Nachfrage. Warum? Weil das immer meine Antwort ist, wenn jemand fragt, wie es mir geht. Donarion. Donarion ist Elektro, aber ich hab Boden. Hat Donarion Schwebe? Mein Donarion hat keine Schwebe. Aber ich kann genauso gut Steinkante machen, weil es ein Käfer ist, oder? Wehrt die Attacke ab, ja, da kommen die 80% auf einmal. Hallo, 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 okay. Agilität, kein Schwein. Donarion ist doch schon schnell genug, als ob es Agilität braucht. Also ich schätze mal, dass Donarion schnell ist. Pinsir. Wir machen safe. Wir wollen, dass alle schön Level kriegen. Ist Wolverock mein schwerstes Mon mit 49? Ist es, zählt es als... Ne, das hat meine OT. Klar. Ne, das zählt nicht als... Das kriegt nicht mehr XP. Was hat das für eine Fähigkeit, Pinsir? Ist niemals auf einmal weg. Echt? Donarion ist eine lahme Ente? Kein Insekt außer Pinsir sollte eine lahme Ente sein. Donarion ist eine lahme Ente? Die Flügel
bewegen sich schneller als Lichtgeschwindigkeit. Volvorg einfach Level 50. Maskerregen. Maskerregen ist Wasser. Nee, ist eben nicht mehr Wasser. Ist eben nicht Wasser. Es ist Flugkäfer. Somit machen wir Donarion. Donarion ist auch 49. Ist schon komisch, dass die gesuchten Pokémon nicht schneller kommen. Habe extra alle Aufgaben erfüllt. Was? Was willst du denn machen? Dein Speedstat spricht Bände. Donarion! Zeig mir mal dein Speedstat, Donarion. Wo sehe ich das hier? 88. Es ist jetzt nicht ultra langsam. Es hat genauso einen schlechten Initiativewert wie sein Angriffswert. By the way, Ich habe nur Spezialattacken. Nee. Eigentlich ist nur mein Donnerblitz eine Spezialattacke. Ich muss mal alle... Ich brauche mal eine Spezialkäferattacke. Das ist so krass, wie vom Partybus auf Donarion einfach der Spezial- und Angriffswert geswitcht haben. Auf einmal der krasseste Spezialangreifer. Okay, du kriegst einen dicken Donnerblitz und das war's dann. Käfergebrumm, ja, das könnte ich auch gerne. Käfergebrumm war, glaube ich, Spezial. Und das habe ich verlernt. Blup. Meinst du, wir bekommen dieses Jahr noch neue Infos zu Legend ZA? Ja. Okay. Diesmal hatte Bromley keine Chance. Wie konnte er mich nur letztes Mal oder vorletztes Mal besiegen? Bromley! Heilst du mich, Gladio? Heilt mich hier irgendjemand? Ich habe Angst, da reinzugehen, ohne geheilt zu sein. Ich bin noch so scheu, Items einzusetzen. Aber Demon King, wenn du jetzt in Tokio bist, geh zu jedem Pokémon Center. So viele sind es nicht. Du kannst locker jedes Pokémon Center besuchen und die sind alle unterschiedlich und geil. Vor allem, was war das? Vor allem, auf was wollte ich gerade hinaus? Irgendwas. Und an den Pokémon-Centern sieht man immer krass, auf was Pokémon gerade Wert legt. Also als ich halt da war, war gerade krass das DLC von Kamisin und Purpur überall. Und Gen 5 war überall. Warum auch immer. Gen 5, aber ich glaube wegen Sitting Plushies. Warum steht ihr hier? Die beiden sind wahrscheinlich ultra stark und lassen jetzt wieder alles mich machen. Was? Was? Ich teste kurz, wie gut du bist, indem ich dich fertig mache. Okay, zeig mir dein Venikro. Hast du immer noch nur noch Venikro? Oh. Schenkt sie mir Venikro eigentlich dann? Ist sie die, die mir Venikro schenkt? Ach, und Gladio ist der, der mir Typ 0 schenkt? Kann das sein? Das macht irgendwie Sinn. Ja, meine Steinkante ist leer, Chris. Die sind überhaupt gut gegen Venikro. Mal kurz gucken, was gut ist gegen Venikro.
nichts. Doch, Boden? Ach, weil es Gift ist. Okay. Wir verraten nichts. Mhm. Itachi, hallo. Gibt es eigentlich noch andere Länder, die so krasse und viele Stores zu beliebigen, beliebten Games haben wie Japan? Hier in Lissabon ist das Gefühl total tot, das Thema. Glaube ich, ja. Ich glaube schon, dass du in Lissabon auch so nerdige Läden findest. Aber Japan ist vor allem Tokio und ist voll mit Nerdzeug. Ist einfach die Kultur. Ich glaube nicht. Es kann sein, dass es noch. Weiß nicht, ich glaube, Hauptstädte haben schon genug Zeug für Nerds. Meine Ultrabestie Venikrumpf. Ja, das war traurig. Du hast gar keine Chance gegen den Crossmann. Lass mich das mal machen. Okay. Hallo, Ferret. Heilt ihr mich? Kann ich hier hochgehen? Nein. Ich speichere jetzt alle 5 Minuten. Ich will nicht, dass ich irgendwie dann irgendwo feststecke wieder, wie letztes Mal. Hallo Metox. Dankeschön Solem Slap für deine Raid. Hallo. Hallo Slap. Wie war der Stream? Wir spielen Pokémon Ultrasonne, Ultramond. Brandneues Pokémon-Spiel, gerade rausgekommen. Geleakt. Vom Laster gefallen. Ich darf schon spielen. Und ja. Herzlich willkommen. Dich habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Oh mein Gott, Lilly. Oh, wow. Oh nein. Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, um mich zu retten. Also das ist ihre Mutter, das ist Lilly, ihre Tochter und Gladio ist der Sohn bzw. Bruder und Bromli ist der Stiefvater und Tali ist der Babysitter. Du hast Overwatch gespielt, das tut mir leid. Ich hasse mich jedes Mal selbst, nachdem ich es spiele. Einfach in Overwatch raus und in Valo rein. Mutter! Soldier. Erster Indiz bei sowas ist immer Haarfarbe. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Knallhart! Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lilly. Gibt es eigentlich irgendetwas, das du kannst? Oh, mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden. Oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Doch selbst du bist nicht verloren. Denn mit meiner Liebe beschütze ich die ganze Welt. Die Welt beschützen. Mutter, was hat das zu bedeuten? Willst du wirklich etwa dafür... Ist ja denn völlig egal, was mit Cosmog passiert. Nun, da ich es gewaltsam dazu bringen werde, seine Kraft einzusetzen, ist es durchaus möglich, dass Cosmog dabei stirbt. Weg mit dem Viech. Aber vergiss nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Welt all meiner geliebten Pokémon zu beschützen. Ist das ein Spiegel? Sorge dich nicht, Lilly. Cosmogs Opfer ist nicht umsonst. Ich danke dir, dass du dich so gut um es gekümmert hast. Das ist ein leichtes Trauma, was ihre Tochter jetzt hat. Mutter! Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich möchte Wölkchen retten, aber ich weiß nicht wie. Okay. Das wusste ich nicht, dass die Story so mies ist, so gemein ist.
Ich meine, ich dachte immer Gen 9. Also Gen 6 war schon hart wegen Azed, ne? Azed, hart, tot, Welt geht unter, bla bla bla, bringt alle um. Floet so, oh, du bist gemein, ich verlass dich. Schrecklich, gemein. Ultra depressiv für Pokémon. Gen 7 dann. Und ich dachte immer, Gen 9 ist das Krasseste. Dass er einfach seine Mutter sucht, rausfindet, dass seine Mutter ein Roboter ist und seine echte Mutter tatsächlich tot ist seit Jahren, weil sie in irgendeinem Vergangenheit, Zukunft gereist ist und dort umgekommen ist und einen Roboter gebaut hat von sich und so. Oh mein Gott, wie knallhart für Pokémon. Und jetzt hier sagt die Mutter ihr einfach ins Gesicht, ich bin nicht mehr deine Mutter. Du stehst meinen Plänen im Weg. Nenn mich nie wieder Mutter. Hallo? Was ist aus diesen Kinderspielen geworden? Was ist mit Positivität? Deswegen ist Tali so ein Positivitätsbündel. Es muss für alles wieder wettmachen, was hier passiert. Also bei Gen 9 ist es halt so krass, weil das ist das Ende. Hey, deine Eltern sind tot und der Roboter ist in Wirklichkeit böse. Und hier kann jetzt vielleicht noch was Gutes passieren. PS, Lilly, du bist kacke. Danke, dass du mein Versuchsobjekt dich drum gekümmert hast. Hallo, Lurky. Lurky, du bist ein Knogger. Hallo, Philipp. Danke, Slap. Hast du mich geheilt diesmal? Nein, ist okay, ich schaff's auch so. Jetzt hier, es hat so ein bisschen Gen 9 Vibe, der Raum und so. Wo sind wir hier? Mama, ich bin nicht deine Mutter. Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Ey, die ist knallhart, ich mag die voll. Ich mag Samantha. Samantha! Was ist das für ein Ding neben dir? Ist da Cosmog drin? Das ist eine eiserne Jungfrau für Cosmog. Warum ist da ein Fleckmann im Eis? Was ist das? Ist das ein Radfratz im Eis? Was ist das da? Das ist, glaube ich, ein Radfratz, oder? Was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder, sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Fleck. Goofer. Goofer muss ich irgendwo noch finden, glaube ich. Das erste Mal, dass man Goofer sieht, tot im Eis. Doch wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Lilly, deine Samantha-Mutter ist ganz schön crazy. Ich mag sie. Deshalb werde ich eine Ultra-Pforte öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht rauben möchte. Ich werde Necrozma besiegen. Tali so. Hey Leute, was geht? Tatsächlich. Hey! Na? Stimmungsbrecher Tali. Read the room, dude. Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Yippie, yippie, yippie. Sieh an, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultra-Forschungsteam war von Anfang an nicht viel zu erwarten. Aber offenbar ist auch auf Bromley kein Verlass. Mutter. Ich bitte dich, du darfst keine Ultra-Pforte öffnen. Was, wenn wir noch jemanden verlieren? So wie Vater damals. Oh. Immer mehr passiert. Denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen, doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nicht zu, dass mich jemand aufhält. Auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Wer hätte es gedacht, der Typ mit der gleichen Haarfarbe ist der Sohn bzw. der Bruder. Was? Tochter? Sohn? Moment mal. Seid ihr etwa eine Familie? Tali, seit ich Start gedrückt habe, am Anfang vom Spiel war das klar.
guck die Haarfarbe an. Das waren wir vielleicht mal. Oh, jetzt kommt's wieder knallhart. Samantha, die Harte. Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Aether Foundation, die sich dem Schutz und Erhalt aller Pokémon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um ein Ultra-Pforte zu öffnen, nicht wahr? Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbrache, was in seinem Körper steckt, einfach so Cosmog aufbrechen, kann ich die Ultra-Pforten nach Belieben kontrollieren. Aber du kannst auch lieb Cosmog fragen, ob es das für dich macht, so wie wir wahrscheinlich später. Bitte, hör auf damit. Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, so viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Glaubst du, deine Mutter, die dich einfach enterbt hat, gerade innerhalb von 10 Sekunden, gibt einen Shit darauf, ob eine kleine Wolke stirbt oder nicht? Mutter! Ich bin Samantha. Und ich muss tun, was ich tun muss. Gibt's einen Kampf zwischen Samantha und, wie heißt sie? Ich finde, die hat Ähnlichkeiten mit, wobei die andere ist natürlich viel lieber. Wer heißt denn nochmal? Wer ist Gen 4 Boss? Wer ist der Gen 4 Boss? Ich denke da an Lorelei. Das ist aber ganz anderes. Nu. Klappt wohl nicht so ganz. Hallo, Little Witch. Bolo? Ja, halt. Bolo. Gen 4. Cynthia, dankeschön. Warum fällt mir Cynthia nicht ein? Die ist die böse Cynthia. Ich liebe es. Das ist einfach Cynthia mit einem anderen Haarstyle. Aber Cynthia hätte einfach Cosmog und ihre Kinder mit einem Schlag. Naja. Cosmog, du weigerst dich also. Etwa Lily zuliebe? Piu, 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 piu. Wie heldenhaft. Du hast Lily sehr gern, hä? Sieht aus, als seien Gladion Lily ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Aether Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Ich muss die Ultra-Pforte durchqueren und Necrozma finden. Es ist die einzige Möglichkeit, Alolas Pokémon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultra-Pforte öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. So, jetzt kommt der Stiefpapa. Da bist du ja. Jetzt können wir nicht mehr fliehen, oder was? Nicht Mutter. Was, wenn du auch noch verschwindest? Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Gladio. Doch sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst Acht geben kann. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Leo. Genau, da mit dem Typ, der einfach so daneben steht. Neben so einem Familiendrama. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lily und Gladio wohl endlich Ruhe geben. Das ist logisch, klar. So, was hat die für Pokémon? Ich habe auf jeden Fall ein verletztes Wolverock. Oh, die. Ich mag die voll. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsbösewicht. Ever. Die ist so hart. Einfach skrupellos. Ich friere meine Pokémon ein, dann gehören sie immer mir. Für immer. Phlegmon. Okay, Pixie ist ein bisschen anstrengend. Soll ich jetzt schon irgendwas Hartes einsetzen? Soll ich jetzt schon einfach Steinkante einsetzen gegen Pixie? Einfach weil... Die hat 6! Ne, die hat 5 Pokémon. Ich glaube, ich setze jetzt Steinkante ein, weil dieses Pixie wird so viel schlucken. Und die Attacke ist einfach nur geil.
Crush. Attacke muss erst geladen werden. Hat das Pixie Angst? Ist denn das so Angsttropfen? Der Move ist so geil, den ich mache. Vor allem, dass ich es mache. So gut. Komm schon. Nice. Ich glaube, das war gut, weil Pixie schluckt so viel. Parsec, unsere geheime Geheimwaffe. Gigasauger. Was ist eigentlich Zornklinge? Achso, Zornklinge war das, die immer stärker wird. Nee, wir machen keine. Parsec ist auch Pflanze, passt schon. In SM ist sie noch krasser von der Story. Sie? Echt? Wie kann die noch krasser sein? Oh, Erdbeben. Ampros lernt Erdbeben. Erdbeben geht doch auch auf alle. Ja. Sie ist der Endboss. Okay, aber ist die Story irgendwie von ihr anders? Ist irgendwas, irgendein Dialog, der einfach sagt, ach, hätte ich dich doch nur nicht zur Welt gebracht. Cresselia. Amphira, los. Moment, Wolvarok hat volles Leben. Ich wurde irgendwie geheilt vor diesem Kampf. Ich fände es immer besser, wenn sie in der Story sagen, dass, hey, du siehst traurig aus, ich sollte dich heilen. Hier passiert's einfach. Wer auch immer mich geheilt hat. Danke. Wahrscheinlich war es Bromli. Oh, was für Robustheit. Die robusteste Blume. Sie verbindet sich mit einem Anego. Wirklich? Das wäre so geil. So ein Mensch-Pokémon-Hybrid. So Final Fantasy Endboss. Immer so komplett mit zwei Geschöpfen fusioniert. Ich liebe Ultrabestien. Moment, wirklich? Sie fusioniert mit einem Anego? Ich glaube, ich muss doch SM spielen. Wollt ihr mir Anego, wollt ihr mir SM einfach nur gerade schmackhaft machen? Oh, schau, sie ist Cynthia. Sie hat einen Milotic. Oh, was mache ich denn jetzt gegen Milotic? Nein, warum mache ich nicht? Ich habe mir gerade gedacht, mache ich mal Giftschock in der Hoffnung, dass es. In der Hoffnung, dass es vergiftet ist. Und ich habe einfach Toxin. Komm, überleb. Die Hydropumpe. Oh nein. Niemals. Hallo, Aaron. Milotic, 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 Milotic. Donarion oder Silvaro? Beides blöd, wenn sie Eisstrahl kann. Donarion ist tatsächlich stärker. Vielleicht macht Donnerblitz. Vielleicht verbindet sie sich hier mit einem Koplosio, so einem fetten Kopf. Wird zu so einem Clown. Jetzt macht doch nicht Drachenpuls. Dreschwillig. Kann nicht Eisstrahl. Milotic, das nicht Eisstrahl kann. Schlappohr. Gott, da habe ich nichts dagegen. Ist Schlappohr eine Fee eigentlich? Nee, ne? Ist Mega ist Kampf normal. Das Normale ist nur normal. Ich glaube, ich habe kein einziges Pokémon mit einer Kampfattacke. Hat Pampros? Habe ich nicht Durchbruch irgendjemandem beigebracht? Pampros kann Doppelkick. Wollte ich dem nicht Durchbruch beibringen? Ich habe doch irgendjemandem Durchbruch beigebracht. Mach mir Doppelkick. Aber Koplosia gibt es in UM gar nicht. Oh nein.
wahrscheinlich so viel schlechter, als wenn ich einfach Rambos mache. Ist Schlappohr leicht? Schlappohr kann nicht so schwer sein. Komm, ich mach Rambos. Okay. Schambolzen wirkt. Kenne ich die Attacke. Pferdestärke. Nein. Sehr gut. Ein Volltreffer. Wäre das nicht down gegangen? Kann nicht sein. Vesella ist wieder da. Amphira ist aber weg. Machen wir Pflüger. Sie hat bestimmt noch ein Top-Genesung oder sowas. Vielleicht macht sie jetzt Top-Genesung auf Vesella. Dann ist komisch, dass sie es vorhin nicht gemacht hat. Ist aber auch komisch, dass sie Dressella zurückgezogen hat. Aber ja, irgendwie ist es auch logisch. Es macht Blättertanz. Warum ist ein Dressella schneller als ein Silvarro? Ein Silvarro ist, glaube ich, so... hat den schlechtesten Speed-IV-Wert. Costurso. Was ist Costurso? Costurso ist normal Kampf, oder? Ist das eine Fee? Nein. Ist das nur normal? Ist das Kampf? Ich glaube, es ist Kampf. Doch, das ist Kampf. Habe ich nicht schon mal gegen den gekämpft? Lass mich nicht auf mein eigenes Pokémon gehe, sehe ich da meine Attacken, ja. Ich meine, ich könnte Pflücker machen. Wenn es Kampf ist, ich glaube, es ist Kampf. Und ich bleibe bei Silvarro. Die KI von Samantha ist in Usum, glaube ich, komplett random, oder? Keine Ahnung. Es wirkt jetzt nicht so, also ich meine, sie hat Dressella zurückgezogen. Das war ein logischer Move. Okay, es ist Kampf. Pflücker ist nicht gut. Was? Wahrscheinlich ist Laubklinge besser als Pflücker. Bisschen. Okay, es kann sein, dass sie eine Genesung einsetzt bei Costurso, weil es so unfassbar stark ist. Ich glaube, ein bisschen ist schon KI drin, so. In SM hat sie aber eine Boss-KI. Aber eigentlich hätte sie... keine Ahnung. Die muss noch eine Genesung haben. Aber vielleicht hat sie auch einfach keine. Ich muss jetzt einfach starke Attacken machen. Ich mache jetzt einfach Erdbeben. Ist Pferdestärke zufällig stärker, weil es eine Single-Attacke ist? Oh, nein, ich wollte gucken, wie stark die ist. Egal. Stopp. Warum ist Costurso schneller als ein Pferd? Bei Erdbeben ist 100, genau. Aber ist Pferdestärke nicht auch 100? 95, okay. Die könnte mich jetzt echt noch besiegen. Weil der hat jetzt bestimmt eine Kampfattacke, die mich fertig macht. Ich mache Fuchtler aber. Ich bin doch schneller als ein riesiger Bär. Okay, gut. Stärker. Es macht keine Kampfattacke. Ist Doppelhieb ist keine Kampfattacke. Easy. Würdest du sagen, das lohnt sich noch nachzuholen? Ich habe nie Sonne und Mond gespielt. Ich spiele zum ersten Mal diese Gen. Deswegen, ich kann dir keinen Vergleich sagen. Also aus Erfahrung, zumindest von allem anderen, weiß ich, dass jede Special Edition, jede Nachfolger Edition immer besser war als die Originale. Kristall war besser. Platin war besser. Smaragd war besser.
Es war immer besser. Und hier ist es anscheinend auch so. Kriegst halt mehr Content, mehr Quality of Life Sachen. Du bist wirklich stark. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselwanderschaft mit Links. Euch sind bestimmt Zweifel an meinem Vermögen gekommen, diese Aufgabe auf eigene Faust zu erledigen, nicht wahr? Diese Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Bromley, zu mir. Mein Lover. Jawohl. Ich mache mich nur auf, um den Crossman zu fangen. Warte, Mutter! Mein Partner Null wurde geboren, um Ultrabestien in Chaos zu machen. Sein gesamtes Training diente einzig dem Zweck, jenseits der Ultrapforte gegen diese Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. True. Eine Pforte. Jetzt schwebt sie hinein. Bromley liebt sie. Warum ist... Achso. Cosmog hat es nur aufgemacht. Sollte sie nicht Cosmog versuchen mitzunehmen? Ich meine, wie kommt sie wieder zurück? Mutter! Wieso? Wölkchen, geht's dir gut? Wölkchen? Ich meine, es hat sich entwickelt, oder? Da ist ein Kosmowurm. Super klein. Was hast du? Oh. Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja noch nichts tun. Doch nichts tun. Doch, wir können Cosmowurm ganz dolle schütteln und dann macht es noch eine Pforte. Schütteln hilft immer. Das war's. Ich dachte, jetzt kommt direkt irgendwie eine Cosmo-Fight. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ich meine, ich habe noch eine komplette Insel, die ich noch nicht gemacht habe. Mit Prüfungen, oder? Gibt's noch einen anderen Weg, Ultrapforten zu öffnen? Das Podium auf Pony. Dort zeigt sich ein Pokémon, welches man den Mondbringer nennt. Was ist der Mondbringer? Pixie. Lässt den Mond abstürzen. Wir machten uns die Kraft dieses Wesens zunutze, um nach Alola zu kommen. Ich kann es kaum glauben, dass die beiden es sich nicht zutrauen, den Crossman zu bekämpfen. Die Menschen dieser Welt müssen ja jede Menge Vertrauen in ihr Geschick im Pokémon-Kampf haben. Sobald Necrosma aus seinem Schlaf erwacht, wird es Alola aufsuchen, um sich an dessen Licht zu laben. Schließlich gibt es in unserer Welt kein Licht mehr. Ultra Metropolis ist in Dunkelheit gehüllt. Alte Sagen und Legenden erzählen davon, dass die Finsternis, welche Alola einstmals befallen hatte, mit der Kraft des Lichts vertrieben wurde. Ach, du dachtest, Story ist gleich rum? Ja! Es war ein Finale da unten quasi, dachte ich. Ich dachte, ich spiele heute Spiel durch. Nein? Also falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Kriege ich heute nicht das Spiel durch. Ich könnte es schaffen, heute durchzuspielen. Leo. Es ist so gerade der Zeitpunkt irgendwie, wo ich einen Meisterball verdient habe, finde ich.
Ich habe das hier gefunden im Schlaf. Meisterball. Leo erhält Meisterball. Leo fängt Taubsi. Oh mein Gott, sie hat ihre Haare hochgemacht. Sie ist ein komplett neuer Mensch. Und wir verlieben uns. Badass, Lily. Die Sachen habe ich in Malahai gekauft. Malihe. Was meinst du, stehen sie mir? Nee. Also wirklich, ich habe mir doch solche Mühe gegeben. Für wen? Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten. Und Mutter. Ich wäre gern wie du. Ich wäre gern stark. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Ho, 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 yes. Tennis, Profi, los. Die halbe Story besteht aus Cutscenes. Yep. Meisterball. Sonnenflöte. Kann ich damit ein Solgaleo aus Cosmovo machen? Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll er durch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Die vom Ultra-Forschungsteam meinten ja, mit dem legendären Pokémon gelange man vielleicht in die Dimension, in der sich Nikosmo aufhält. Dann schüttel dein Cosmovum. Gib mir Cosmovum, ich geh los und trainier's. Meisterball. Die Spiele sind so vorhersehbar. Es ist Zeit für einen Meisterball. Wir haben einen großen Zwischenteil in der Story, in der die Bösen fast besiegt wurden. Meisterball. Silphscope. Meisterball. Dings da, rotes Gebäude mit den ganzen Dingern in Gen 6. Meisterball. Gen 5 auf dem Schiff. Die Rede von ihm. Meisterball. Wann kriegt man in Gen 2 den Meisterball? Leo! Na, sind wir alle gut drauf? Boah, Lily, du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja. Ja, ich bin's. Stimmt, Sandra, ja. Nach Sandra kriegt man Meisterball. Von dem, ja, ich weiß. Ja. Ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Wow, ihr seid alle total beeindruckend. Okay, mein Plan steht fest. Was? Leon, seine Pokémon greift mir doch ständig unter die Arme. Wenn das so weitergeht, kann ich bald nicht mehr mithalten. Das darf nicht passieren. Ich wollte unbedingt Lily und Cosmo retten und meine Pokémon ging es ebenso. Wir lagen auf einer Wellenlänge und irgendwie fühlten wir uns dadurch viel stärker als sonst. Ja, dieses Gefühl will ich zusammen mit Primarine und den anderen nochmal erleben. Halt die Klappe. Nein. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber letztendlich war es einzig und allein meine Entscheidung. Außerdem versucht Samantha doch Alola zu beschützen. Sie ist also doch ein guter Mensch. Was? Sie ist davon überzeugt, dass sie im Recht ist. Das ist schon ziemlich selbstsüchtig. Aber andererseits will sie wohl unbedingt unseren Vater finden, der in einer Ultrapforte verschwunden ist. Vielen Dank. Es freut mich, diese Worte von dir zu hören. Yep, yep, yep. Yep. Ich vermisse Samantha. Ja, wo ist meine Samantha? Bester Bösewicht. Dankeschön, Aaron. Sehr nett von dir. Mein Anime-Synchronsprecherrolle. Ace Nox. Bin ich schon geheim. Ich verstelle meine Stimme so sehr, dass ihr sie nicht erkennt, aber in Wirklichkeit spreche ich in jeder Anime-Folge mit, die ihr jemals gesehen habt. Immer zu jeder Zeit. Wo muss ich hin? Ist das falsch hier? Anlegestelle.
Durchhaltevermögen, Aaron, verstehe ich auch nicht. Das sagen viele wie Durchhaltevermögen, aber im Endeffekt spiele ich einfach nur die Spiele. Ich spiele sie noch nicht mal auf 100%. Ich spiele sie einfach nur. Gehen wir, es gibt kein Zurück. Bereit? Ja. Es gibt kein Zurück mehr. Wohin zurück mehr? Ich dachte, wir chillen jetzt einfach wieder in der Welt und suchen was zurück. Achso, im Sinne, wir kommen nie wieder zur Aether Foundation zurück. Können wir nochmal zurück? Vielleicht waren da noch Items. Claudio, kurz zurück. Das sieht cool aus. Das sieht alles süß und cool aus. Das sieht fast aus wie ein Ghibli-Spiel. Oh, ein Stalos, die können nicht schwimmen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Alles andere so Wasser-Pokémon und der eine so, ich mach mein Boot aus Stalos. Das ist Pony. Hier lebt niemand. Cool. Inselkönig besuchen, Podium, sprich mit ihm. Okay, okay, danke Gladio. Ich bin froh und erleichtert zugleich, jetzt wo ich weiß, dass du damals verschwunden bist, um Mutter und Vater zu helfen. Ich wünsche nur, du hättest es mir erklärt. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als gemeinsam mit Null stärker zu werden. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Wo ist Tali, der die Stimmung versaut? Hey, Leute! Da musst du dir meinetwegen keine Sorgen machen, Leo. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Wo ist Cosmowurm? Cosmowurm wiegt eine Tonne. Es ist das Gewicht des kompletten Universums. Sag nicht, du hast es in deiner Tasche drin. Wobei es schwebt. Ich kann da später wieder hin. Gut. Dann hat Gladio voll übertrieben. Es gibt kein Zurück. Hallo Benjock. Dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Kapador. Schmerbe. Nee, Dings. Wallreiser? Nee, Dings. Schmerbe wird zu... Welser. Bin eh schon spielst du spät dran. Quatsch, vielen Dank. Willkommen, willkommen. Ach, die kennt man doch so vom Aussehen her. Huch! Wer hat von euch schon mal im wirklichen Leben Huch gesagt? Gab es irgendeine Situation, in der ihr mal wart und aus eurem Mund ist ein Huch entwichen? Huch! Wer bist du, wenn ich fragen darf? Das Huch deutet an, dass du sie kennst. Aber okay. Ich bin Matsurika. Ich bin Captain hier. Und mir ist alles scheißegal. So sehe ich zumindest aus. Ha? Kommen wir gleich zum Thema. Seid ihr bereit für meine Prüfung? Nein. Ich schon. Frag nicht sie. Sie hat keine Ahnung. Sie hat nicht mal ein Pokémon. Leo ist zwar momentan auf Inselwanderschaft, aber wir sind eigentlich hier, um den Inselkönig zu besuchen. Den Inselkönig. Da kommt ihr zu meinem schlechten Zeitpunkt. Am besten startet ihr erstmal der kleinen Hapu einen Besuch ab. Ich kann es kaum erwarten. Hapu. Das ist schon Usum, oder? Ja. Cosmo bewegt laut Dex eine Tonne und Lilly trägt es einfach in ihrer Tasche mit sich rum. Ja, aber schwebt. Vielleicht schwebt es da einfach da drin. In Wirklichkeit könnte Cosmo-Wurm einfach wegschweben und Lilly schwebt mit. Drück mir die Daumen, dass das passiert. Huch. Immer. Und imagine, das Universum wiegt eine Tonne. Ist so. Pokémon hat immer recht. Wie viel wiegt eigentlich die Erde? Mindestens 3 Tonnen, oder? Ich hab ein Zeichen.
Wollen wir mal wieder ein paar Mons fangen? Hallo, Katzin. Alola. Ist jetzt die ganze Zeit da und hält mich die ganze Zeit auf. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten. Ich schaff das schon. Immerhin habe ich ja einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier. Huch. Hallo. Gibt es hier... Hier sieht es so aus, als ob hier jetzt gleich die Choreogels im Hula Hoop. Nicht Hula Hoop. Im Kleidchen. Wie heißen die Dinger? Im Hawaii-Rock herumschwingen. Nee, andersrum. Bastenrock? Das heißt doch nicht Bastrock. Heißt das Bastrock? Das heißt Hula-Hoop-Röckchen. Frauenbonus, sie haben immer Wörter zum Unterbrechen übrig. Usum zeigt's auf. Was? Neue Pokémon. Gibt's hier mal ein Gufa? Gibt's hier ein... Die Erde wiegt nach Google 5972 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Sag ich doch, mindestens 3 Tonnen. 10 hoch 24 Kilogramm. Also 10 hoch 21 Tonnen. Was für eine Zahl hat 21 Nullen? Ich hab keinen Boden. Komm, machen wir die Ultra-Erde-Zerstörungsattacke. Schutzschild. Haha, ich hab Z gemacht. Wir haben am Wochenende mal wieder nach langer Zeit ein Exit-Game gespielt. Habt ihr schon mal Exit-Games gespielt? Die machen echt Bock, ey. Und wir haben diesmal so eine krasse Special Edition gespielt. Aber ich wette, irgendjemand ist hier, der das auch gemacht hat. Katakomben. Das Katakombenspiel von Exit. Wo man in den französischen Katakomben ist unter Paris und jemanden befreien muss. Das ist ein zweiteiliges Ding. Wir haben es am Samstag und am Sonntag gemacht und wir haben lange gebraucht, aber wir haben so gut wie alles ohne Tipps geschafft. Da waren echt crazy Sachen dabei. So Exit-Spiele, jedes Mal denke ich mir, holy shit, wer sitzt da dahinter und denkt sich das aus? Das ist so... Also ein paar Sachen sind immer ein bisschen weit hergeholt. Ein paar Sachen sind so weit hergeholt oder so ein bisschen zu ungenau, wo ich mir denke, okay, jetzt habt ihr es ein bisschen übertrieben. Think outside the box. Ja, ein bisschen zu weit von der Box weggedacht, aber... wir haben jetzt, glaube ich, schon so 6 solche Spiele gemacht und irgendwann ist es trotzdem immer anders. Es ist echt faszinierend. Also wenn ihr nicht Exit-Spiele kennt, es ist quasi ein Exit-Room, nur als Brettspiel. Nicht wirklich Brett, aber halt... als so ein Spiel, was ihr kauft und danach wegschmeißt, weil alles natürlich benutzt wird. Ihr müsst mit Scheren und wir mussten in dem Spiel eine Kerze anmachen und den Schatten von der Kerze benutzen, um rauszufinden, wo wir lang gehen müssen und sowas. Das war echt abgefahren. Man kann es genau genommen alleine, aber ich glaube alleine ist ein bisschen traurig, aber man kann es glaube ich, also man kann es zu zweit, dritt, viert, fünft spielen. Und das ist echt immer faszinierend gemacht. Der Film ist crazy. Ich kenne keinen Film. Hallo JJ. Leider sind die immer nur einmal zu spielen. Naja, es macht auch keinen Sinn, sie zweimal zu spielen. Aber ja, das ist ja, das Faszinierende ist ja, manchmal muss man sogar die Verpackung vom ganzen Spiel benutzen, um auf eine Lösung zu kommen. Einmal hatten wir in irgendeinem Rätsel, mussten wir die Verpackung innen drin aufreißen und dann war da zwischendrin eine Botschaft.
In der Verpackung. Und dieses Mal war auch was in der Anleitung drin. Das war so. Und dann kommst du da, kommst drauf und denkst nur, oh mein Gott, bin ich intelligent. Ich will doch nur neue Pokémon. Warum sind hier wieder nur so Oldschool-Pokémon? Wie sieht's denn mal aus mit was Neuem? Wie einem Goofer? Nee, ein Granbull aus Gen 2. Wo sind wir denn? 1999? Hey, und wenn man in der Verpackung nicht suchen soll und es aufrecht steht drin, hier musst du nicht suchen? Echt? Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie, aber das ist mega geil. Ich habe nur gestern habe ich mich so auf eine Sache komplett rein fixiert und habe gesagt, nein, das muss es sein. Lass das durchspielen. Und dann war es halt so Symbol mit Buchstabe und Zahl und dann halt lange Wörter und ich so, das Symbol ist gleich die Zahl. Das. Und das hat am Ende nirgendwo hingeführt und Rosa hat von Anfang an gesagt, das ist zu kompliziert, glaube ich. Ich denke so, nein, das ist es. Ich bin gerade mega intelligent und weiß es ganz genau. Und am Ende war es. Am Ende war es noch viel zu früh und es hat zu nichts geführt und drei Rätsel später haben wir was gekriegt, wodurch es dann super einfach war. Wir haben jetzt diesmal auch welche mit, das war fortgeschritten, aber wir haben jetzt auch welche mit Profi-Schwierigkeit. Ich bin mal gespannt, ob Profi-Schwierigkeit wirklich so viel schwerer ist, weil fortgeschritten haben wir quasi hingekriegt ohne Tipp. Wir machen nie mit Zeit, weil es mit der Zeit macht das Ganze so stressig irgendwie. Wir schauen einfach nur, ob wir es schaffen. Achso, Katakomben heißt der Film im Film. Ja, es gibt einen Film, der heißt Katakomben, das stimmt, ja. Meine Freundin und ich haben uns ein paar Mal an den Einsteiger-Exit-Spielen probiert und sind meistens kläglich gescheitert. Es geht schon! Ich meine, ich glaube, beim ersten haben wir auch noch echt. Haben wir auch noch hier und da mal nachgeguckt. Aber irgendwann verstehst du, wie das Spiel denkt und. Du weißt ziemlich schnell, okay, das kann ich noch gar nicht lösen, weil da fehlt mir noch das Symbol oder sowas. Und diesmal war es sogar so krass, weil du brauchst zu jedem Rätsel immer ein Symbol, um zu wissen, was du quasi gerade löst, welche Truhe du löst oder welches Rätsel du löst. Und diesmal gab es sogar Rätsel, die kein Symbol hatten, aber das Rätsel war das Symbol, und es war super crazy. Bundlebee. Hallo Yannick. Aber klar, wenn euch das Exit nicht gefallen hat, also vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen, obwohl ihr kläglich gescheitert seid. Ich habe noch nie wirklich so einen Exit-Raum gemacht. So einen Real-Life-Exit-Raum, den stelle ich mir viel zu stressig vor. Vor allem, wenn du da zu fünf bist. Wenn du zu fünf bist, dann schreit doch jeder nur durcheinander und zu viele Köche verderben den Brei, keine Ahnung. Aber die Spiele an sich machen echt Bock. Escape Room? Ja. Also wir haben immer versucht, wie gut es geht. Ey, wenn es Spaß macht. Holt euch mehr. Wir haben noch zwei, glaube ich, hier. Die sind beide Profi. Irgendwann machen wir die. Wir machen aber das vielleicht einmal im Quartal. Weil es ist echt immer ein Aufwand. Das ist ein ganzer Abend, der von 8 bis 24 Uhr dafür dann drauf geht. Auch wenn immer draufsteht, ungefähr 45 Minuten Zeitaufwand. Mhm. Aber auch da gibt es eher theoretische mit Denken oder praktische Rätsel. Mhm. Bei echten Escape Rooms. Es kommt echt drauf an, mit wem man da drin ist. Kann man Escape Rooms mit Randos machen? Aber die ersten vier, die reinlaufen, mit denen macht man es. Und dann hasst man sich und schreit sich an. Bin ich gern eingesperrt, bekomme Panik. Oh, du bist ja nicht eingesperrt. Da ist ja jemand, der dich rauslässt. Juniper, du bist ein Togekiss. Ich
war dieses Jahr das erste Mal in einem Exit-Game, einmal zu zweit, einmal zu viert, und die Räume sind extra dafür ausgelegt, für so viele waren dann jeder in einer anderen Zelle eingesperrt und mussten echt zusammenarbeiten. Achso, ihr musstet dann auch noch zusammenarbeiten. Also so wie bei den Spielen, die auch geil sind, also Videospielen, We Were Here. Die sind echt cool. Wo man quasi zu zweit ist, aber jeder ist in einem anderen Raum. Und dann muss man dem anderen kommunizieren, was man sieht, und die quasi Rätsel lösen, ohne dass der andere weiß, wie das Rätsel bei einem aussieht. Ja, das ist nochmal krasser. Hapu! Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit waren nicht so viele Cutscenes und jetzt auf einmal ist echt dauernde Cutscene. Lilly, es interessiert mich nicht. Habe ich jemals irgendwie dir zu spüren gegeben, dass du willkommen bist auf meiner Inselwanderung? Hast du jemals auch nur ein Wort aus meinem Mund kommen hören? Bin mir ziemlich sicher, nein. Warum? Weil ich noch nie was gesagt habe. Oh mein Gott. Huch! Huch, huch, huch. Warum steht da ein Macho Mai? Ach stimmt, es gibt jetzt eine... Ach, Machomai wird jetzt unser neuer... Wofür? Schlamm? Ja, Machomai. Machomai-san. Trag mich. Das ist schon creepy. Ich finde es schon sehr creepy, von dem so getragen zu werden. Kann es irgendwelche Pokémon geben, die ich noch nicht kenne? Ich habe auch gestern und heute am neuen Video gearbeitet. Das Wylord-Video ist ja leider nicht so gut angekommen. Was ich immer schade finde, weil ich finde Wylord super interessant. Aber lang nicht so viele hat es irgendwie gekümmert. Keine Ahnung warum. Ich dachte eigentlich, dass der Titel und das Thumbnail sehr interessant sind. No one cares. Aber bei Gyarados hat auch niemand gecared. Gyarados war noch cooler eigentlich. Mal schauen, wie das nächste wird. Aber oh mein Gott, ich habe so ein Video, was ich jetzt gerade mache, habe ich noch nie gemacht. Und mir fällt auf, wie unfassbar schwer es ist, da eine richtige Struktur oder einen roten Faden zu finden, der das Video interessant macht oder halt so, dass man dem Video folgen kann. Oder halt, ja, dass es interessant ist. Aber ich sage euch noch nicht, um was es geht. Aber es ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Lieber von Machomai getragen werden, als neben ihm im Bett liegen. Es hat so viele starke Arme.
glaube, bei Themen, die man schon lange kennt, ist das schon vorhersehbar. Verstehe ich nicht, was du meinst. Ordinator. Es ist neu. Es ist geil. Es ist hart. Ich auch. Moment, warum nehme ich ihn? Nein, Scheiße. Egal. Donato. Sieht so cool aus. Es dauert so lang, bis die Attacke geladen wird. Wie es zur Seite steht. Zen Long zum ersten Mal. Was machen wir? Ich habe keine Drache, ich habe keine Fee. Moment, kann ich nicht jetzt auf der anderen Insel Mimikma fangen gehen? Ich brauche doch ein Mimikma. Ich sollte Mimikma fangen gehen. All die Attacken, die ich habe. Ich habe nämlich gar nichts gegen Drachen. Ich habe Drachenwut, was nichts bringt. Oh Gott. Wie witzig kann Sendung aussehen? Moment, Zen Long ist normal? Jetzt check ich's erst. Okay, okay. Vegetarier hat er auch noch. Oh Gott. Dann, keine Ahnung. Vegetarier, normal. Was als nächstes auch noch Schwebe. Doppelkick ist halt so schwach. Wir machen ein Erdbeben. So witzig, wie es aussieht. War schon creepy. Michael, Respekt, zwei geile Drachen. Neues Pokémon. Existieren hier überhaupt neue Pokémon? Nein. Ich bin ein Pelipper, Pelipper. Beim nächsten Pokémon Center gehe ich zurück und fange mir ein Mimikma. Beziehungsweise, da steht, ich habe Mimikma gefangen. Stimmt, ich habe Mimikma gefangen. Warum habe ich es dann nicht im Team? Ich komme nicht durch. Matschema ist zu fett. Oh Gott. Auch immer dieser Trainer, der so krass schwer ist. Ah, wenn ich Inselwanderschaft Champ bin. Okay. Ich bin umsonst hier lang. Felsenküste von Pony. So, mal ins Wasser.
Soll ich Tohaido nehmen? Sowieso cooler. Ufa! Okay, weil mal. Warum muss Donnerzahn so lange laden? Kennst du noch Flipper, die Serie mit dem Delfin? Noch nie gehört. Ich kenne auch Lassie nicht. Als nächstes fragst du mich noch, ob ich Professor Rex kenne. Aber ich weiß ich alles nicht, was das ist. Ah, es bewegt sich. Ufer. Oh mein Gott, was? Wieso jagt ein Wailord mich? Von Tränen ist auch so ein guter Name für eine Attacke. Warum hat es so gut wie keinen Schaden gemacht? Wailord ruft um Hilfe. Wailord-Armee. Nix da. Keiner mag dich, Wailord. Tut mir leid. Ich habe ein Video über dich gemacht. Wenn ich seine Freundin gefangen habe, sagst du gerade, dass das mächtige Wailord mit einem kleinen Baby Weimar zusammen ist? Das ist, glaube ich, selbst in der Pokémon-Welt illegal. Hier ist ja gar nichts Spannendes. Hallo. Ich fuchtel. Fuchtel ich automatisch weiter? Es fuchtelt. Ja, ich glaube, langsam kann ich Parasect wegtun. Level 46 für einen Fangmon ist, glaube ich, genug. Dieses Parasect wird mit Trugschlag einiges an Schaden machen. Wie komme ich da hin? Was? Moment. TM Donner. Ich glaube, hier gibt es keine neuen Pokémon einfach. Sonne. Siedewasser. Das gleiche. Neues Wasser. Hallo, ich war schon draußen. Gastrodon. So süß, so stark, so gewaltig. Mein Platin-Spiel durchklang. Carrier. Aber ich habe Angst vor ihm. Da ist ein Reißlos. Okay, Reißlos. Warte, Parasect an erster Stelle. Ich habe dazu gelernt. Weil die Dinger flüchten. Parasect, nein, anders, so. Haja! Gefällt dir das Blaue oder das Rosane besser?
Für Gastrodon, das Blaue. Level 44, wann entwickelt sich das? Pilzspore. Aber es haut ab, sobald es mehr als 50 KP verliert. Aber es sollte doch nicht so viel verlieren, wenn ich jetzt Gigasauger mache. Schlitzer sollte echt nicht so stark sein. Oh Mann, was? Volltreffer. Ich werde nie einen Reißlaus haben, Mann. Warum ist Schlitzer so stark? Ich bin nicht mal ein Normal-Pokémon. Wo bist du? Reißlaus. 1 Meter. Reißlaus entwickelt sich auf 30. Okay, geil, dann muss ich eins hier mir besorgen. Oh, hallo, Micha. Oder Mitcha. Smacholo Mitcha. Okay, ein bisschen starke Pokémon haben die jetzt hier auf dieser Insel. I like it. Komm, wir fangen jetzt einfach Tantrak. Nochmal ein Volltreffer-Schlitzer. Gibt es nicht Domarion Z auch? Domarion ist doch so ein besonderes Pokémon. Gifter Taktik, peinlich. Micha, Mitcha, komm schon. What? What? Nein! Also wirklich, so ein Gecheate hier, so ein unverdienter Win. Bin immer da, habe ich viel verpasst. Du hast super viel verpasst. Aber es war so viel, ich habe nicht die Zeit, das zu wiederholen. Mitcha, Mitcha, Mitcha. Jetzt hier zur Prüfung. Reißlaus! Hoho! Okay, wie wär's, wenn ich jetzt einfach Pokebälle schmeiße? Pilzspore und Pokebälle schmeißen. Aber das dauert ewig. Ich glaube aber, wie ist das hier eigentlich? Sollen wir das mal kurz überprüfen? Spielt das Level in Gen 7 eine Rolle bei der Catchrate? Ich glaube nicht, weil in Gen 6 war das auch nicht so. Wie heißt Reißlaus? Auf Englisch. Reis, nein. Reis. Nehmen wir einfach als Beispiel Komala. Komala im Pokéball 12%. Auf Level 40 bleibt es bei 12%. Auch hier wieder spielt es keine Rolle, welches Level das Pokémon hat. Komm mal auf Level 100, auch 12%. Okay, aber trotzdem ist es komplett, ich will nicht, dass es komplett ist. Komplett grün. Reißlaus. Reißrucker. Achso, Racker. Aus. Schlaf. Komm, du überlebst doch eine
Ein Gigasauger. Du musst ein Giga... Moment, du bist Wasser. Oh nein, du bist Wasser. Und Käfer, also es ist normal. Stopp! Okay, jetzt wach nicht auf. Wach nicht auf. Es ergreift die Flucht, obwohl es schläft. Was ist das für eine OP-Fähigkeit? Es kann flüchten im Schlaf, so... Oh. Wow. Dreimal habt ihr gesagt, dass es wiederkommen kann oder so. Ich brauche mich nicht im Haus heilen, die Stadt ist nebenan. Für was muss ich mich vor allem heilen? Für einen Reißlaus heile ich mich doch nicht. Okay, ich schmeiß Pokebälle. Was wetten wir, dass es einfach im ersten Ball drin bleibt jetzt? Es flüchtet, während es schläft. Das ist krasser als ein Roma, weil ein Roma kann nicht flüchten, wenn es schläft. Unverschämt. Flüchtet einfach, während es schläft. Weibchen. Ach ja, da war ja noch ein Problem. Ich habe gar nicht auf das Geschlecht geachtet, die ganze Zeit nicht. Der Gen 7 Roma. Soll ich im Video unter Kapitel Roma machen? Roma, dann kommt so Reißlaus. Warum ist Reißlaus ein Roma? Ich kriege noch nicht mehr XP, wenn ich das so mache, weil es einfach wegläuft. Stimmt. Kann es echt nur dreimal erscheinen? Verpassbares Pokémon. So. Oder ich hab Pech. Kann echt sein, dass ich jetzt 24 Stunden warten muss, bis wieder drei kommen. Was für eine Unverschämtheit. Aber ist okay. Es ist flüchtet, obwohl es schläft. Ist so abnormal. So ein Programmierfehler. Okay, wir gucken fern. Du hast endlich Schlinking gefangen. Sehr gut. Oh, was ist passiert? Ross. Ist das sie als Kind? Ampros kein Eck gealtert, sie 50 Jahre älter. Wie alt sind sie, Oma von Hapu? 23. Was kommt davon? Wenn man den ganzen Tag in der Sonne chillt. Darf ich dieses Zeichen nehmen? Wir haben gleich 50. Ich könnte mir jetzt so ein 30 Herrschergeschenk holen. 3. Ich glaube 20, 30 und 50. Da ist 50. Anruf. Roger. Heinrich Eich. Kanteistrand. Kann ich da überhaupt schon hin? Kann
Teichstrande. Ist hier, nichts ist hier, okay. Da ist noch ein Sticker, oh mein Gott. Die Welt ist vollgeklebt. Ich sag, gibt's denn nur 80 oder gibt es 100 und ich brauche 80? 80 klingt so, als ob es gibt 100, aber ich brauche 80. Um es nicht zu gemein zu machen. Irgendwo, glaube ich, nach Norden ging es noch. Bin wieder da, habe ich was verpasst? Ja, du hast extrem viel verpasst, aber ich kann gar nicht wiederholen, was du alles verpasst hast, weil es so viel war, was du verpasst hast. Die Verpassung war immens. Wer den Stream verlassen hat, hat nun ein schlechteres Leben, weil so viel verpasst wurde. Das ist schlecht. Schlecht. Kriegen wir eigentlich als Bild dieses Jahr den Gesichtsausdruck, wo du aus der Tür kommst? Dein Wunsch ist mir Befehl. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das ist eine große... Ich habe mir noch null Gedanken gemacht, warum auch. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Aber ja, das wird's. Ich meine, das ist eine... Gibt es einen besseren Gesichtsausdruck als den? Als den grantigen Nachbarn, der aus der Tür guckt, weil eine Pokémon-Gang die Nachbarschaft unheil macht. Micha, du bist es wieder! Was ist das für ein Schild? Wunschlosglücklich. Okay, hier kann ich surfen, um das Surfer-Pikachu mir zu holen. Das werden wir irgendwann machen müssen. Mir gefällt eher eins, wenn du den Anzug trägst. Was ist daran lustig, wie ich den Anzug trage? Okay, hier ist nur Surf-Action. Was? Ja, gib mir die TM. So, Kampf mit TM, okay. Warte, Mimikyu, ich muss Mimikyu trainieren. Ich brauche endlich eine Fee. Ich finde dich sehr schick, steht dir. Danke. Aber das ist leider nicht richtig. Dieser Anzug ist mindestens 5 Nummern zu klein. Ich kriege ihn nicht mal zu. Das Hemd ist komplett durchdreckt. Und das ist, glaube ich, der Anzug, den ich vor 20 Jahren bekommen habe. Und seitdem auch nie wieder anhatte. Deswegen, nein. Nein. Das sieht man nicht. Ja, weil du es in 10 Sekunden gesehen hast in einem YouTube-Video an einem Greenscreen. Natürlich sieht man das nicht. Achim, sag mir nicht, du hast nur Pflanzen-Pokémon. Achim, sollen wir mal reden? Ast-Trainer Achim? Ich meine, Samanthas Dressella hatte wenigstens Robustheit. Anscheinend. Und noch ein Mon auf Level 50. Silvaro, mein Starter, ist am schwächsten von all meinen Kämpfern. Aber es ist doch echt nicht geil, Silvarrohr. Es hat keinen Bums. Ich weiß nicht warum. Okay, bevor ich jetzt gegen die beiden Checker da antrete, gehe ich mal kurz meinen Mimikyu endlich holen. Parasect können wir weglegen. Sobald ich Parasect weglege, kommen nur noch neue Pokémon im Kreis. Die Suisilvaro hat Bums. Das gibt's ja aber nicht.
ein bisschen die Vergangenheit. Mimi-Q. Ist das jetzt mein Team? Feegeist, Elektrokäfer, Wasser, Feuergift. Pflanzegeist. Nur Gestein, nur Boden. Irgendwie kommt es mir als nicht sehr divers rüber, dieses Team. Es ist schon divers, außer dass ich zweimal Geist habe. Aber was soll ich denn nehmen? Anstatt Wolverock kann ich Gestein Elektro nehmen. Aber Wolverock ist eins meiner besten Mons und es ist das besondere Wolverock. Krabox ist nur Kampf und wird zu Kampfeis. Manchmal fehlt mir echt Kampf, wenn da so ein krankes Normal-Pokémon kommt. Die halten so viel aus und ich kann auch nicht mal eine Kampfattacke machen. Sunkabu ist auch Geist, Togedemaru ist Elektrostahl und kann nur Elektroattacken. Miauzi ist Unlicht. Miauzi, ich sage mal Miauzi. Ich meine, ich habe einen Tukanon, aber ich dachte, ich brauche keins wegen Silvaro, aber Silvaro ist ja... Ich hätte lieber gerade, dass Silvaro Pflanzeflug ist. Okay, ich bleibe erstmal bei dem Team. Ich hatte noch nie so Unentschlossenheit. Bei meinem Team. Es war mir immer relativ klar, was ich für ein Team in einer Gen mir baue. Aber meine Lieblings-Pokémon so ungefähr in der Gen und dann hatten die alle unterschiedliche Typen und hat sich alles addiert. Hier ist irgendwie alles doppelt und dreifach oder nur Monos. Naja. Mimikma an erster Stelle, das brauchen wir nicht. Wir nehmen Silvaro an erster Stelle, denn du, mein Herr, musst echt ein bisschen stärker werden. Habe ich nicht Migmamium-Dings. Das kann ich mir jetzt holen. Sollen wir das schnell machen? Welche Taste drücke ich die hier? Es ist gerade Zwielicht. Komme ich da direkt hin zu dem... Wo war das überhaupt? Das ist die erste Stadt. Das ist die zweite. Wo war das? Nee, dritte. Dritte war es. Wo war das? Wo war dieses Gruselhaus? Hier ist der fette Berg. Die Stadtbibliothek. Ziergarten. Da war es nicht. Es war, glaube ich, hier. Glühberg. Es war... Da war es, glaube ich. Ich glaube hier. Alola Sandern mit Eisstrahl. Mit Eisstrahl. Mit Eis und Stahl. Ja. Sandermeer. Mal schauen, wenn ich eins finde. Ich meine, vielleicht ist ja mein Team auch einfach gut genug, um alles durchzuschaffen. Ich glaube, jetzt gehe ich gerade den falschen Weg. Und warum nehme ich das langsame? Wenn ich Tauros habe. War nicht hier am Wasser auch Reißlaus? Das war woanders. Ach, ich brauche... Na gut. Hallo, Sophie. Warum ist Silvaro so langsam? Hampuli, aber mal vielleicht Geduld. Geduld hat Prio, glaube ich. Trotzdem. Silvaro. Hier ist die andere Stelle. War das nicht? Nee. Schauen wir nochmal. Achso, ihr habt gesagt, das wackelt, wenn ein Krabox drin ist. Okay.
Dann bräuchte ich zu denen, die nicht wackeln, nicht hingehen. Ich glaube, dass... Okay, dass ich dachte, das war's. Ich dachte, hier war das Haus. Wo komme ich da jetzt inzwischen hin? Ich komme da durch jetzt. Was bringt mir das? Ein Geschenk? Tafelwasser, normales Wasser? Tafelwasser? Was ist normales Wasser? Das kommt vom Silberberg. Aus Johto, Mensch. Zitter nicht. Kaputoro. Ach, das ist das Kapudorf hier da oben. Ah, mein Gott. Hier traue ich mich nicht hin. Was ist das? Das muss was Neues sein. Was für ein neues Mon versteckt sich im Boden? Natürlich. Neuer geht's nicht als ein Gen 3 Knackleon. So viele freuen sich über Knackleon und ich so, ach. Das war wieder logisch. Wüste, Knackleon. Geil wäre, wenn Knackleon Hilfe ruft, dass dann Libeldra erscheint. Das wäre geil. Okay, gehen wir hier wieder weg. Wo ist das Mimikma-Haus? Das war doch... Wie da? Wo? Das war doch rechts. Ich kann zoomen. Komm, lass mich zoomen. Hier, da... Nee, Gebäude, der Park. Was ist das da? Nee. Das da? Kap am Start, nee. Hä? Das war die dritte Insel. Das war ein Haus. Das ist das Kraftwerk. Das sind keine Häuser. Das war ein Haus, was einfach da stand. Deswegen dachte ich, es ist das da, aber es ist es nicht. Da ist das Dorf der Kapus. Da ist das Sumpf. Das ist das Haus. Das ist das Haus. Lottervilla. Das ist das Polizeihaus. Und das ist... Nee, das ist alles... Hä? Ist das doch auf der zweiten Karte? Okay, hier bin ich gerade. Was auf der zweiten? Avenue Royale? Im alten Laden. Aber wo ist der alte Laden? Schon auf der dritten Karte, oder? Fossilien? Südlich. Ich weiß genau, wie das aussieht, aber ich finde es nicht. Südwestlich. Ist das auf diesem Plateau hier? Da, wo kein Laden steht. Ach, das ist der alte Laden. Da mit der Ruine außenrum. Oh ja, hier ist es. Okay. Mit der kaputten Straße. Ja, ja, ja. Es sah von oben wie kein Haus aus. Aber ja doch, das sieht wie ein Haus aus. So, und jetzt sollte, weil ich hier die Insel abgeschlossen habe, sollte da drin jetzt ein Mimikma auftauchen. Und wenn ich dem folge und nett zu ihm bin, dann, da kann ich nicht hin, oder? Doch. Dann sollte es mir das Z. Mimikmium. Mimikmarium Z geben. Aber ich speichere davor lieber. Ich glaube, man kann das Falsche sagen. Ich glaube nicht, dass es verpassbar ist, das Item, aber
Wahrscheinlich muss ich dann nochmal, keine Ahnung, einen Tag warten. Okay, ich habe jetzt gehofft, dass es zumindest... muss es Nacht sein? Es kann sein, dass es Nacht sein muss. Dann kommen wir wieder. Keine Frage. Hallo, meine Lieben. Ich glaube, es muss Nacht sein. Ich schätze stark, dass es hier direkt erscheint und dann muss ich ihm folgen, so wie letztes Mal. Dann gehen wir wieder hier hin und besiegen die zwei, die da stehen. Und machen unser Mimikma voll stark. Welche Attacke muss Mimikma können? Nicht, dass ich die jetzt verlerne. Ich schätze Knuddler, aber es ist wahrscheinlich nicht Knuddler, es ist irgendeine Geisterattacke. Weil es gibt diese Animation, dass man unter den Rock von Mimikma schaut. Und es sah sehr geistig aus. Kämpft ihr beiden? Ich höre die ganze Zeit so Geräusche. Und ich glaube, das sind die Geräusche, die die Pokémon im Gras machen. Aber es ist immer Flecken. Ist es Knuddler? Ich glaube, es kann schon Knuddler, aber damit hat es mich angegriffen. Also zumindest der Herrscher hat mich mit Knuddler angegriffen. Stimmt, aber ich kann es auch nicht Knuddler. Gott, ich habe noch nie gegen Linfo gekämpft. Okay, es ist aber... Es ist nicht Kampf, ne? Es ist nur Psycho. Also Geist? Es ist nur Kampf? Ach ja, andersrum. Es ist nur Kampf und nicht... Ja, scheiße. Geist geht trotzdem. Ist trotzdem auch sehr stark. Aber Knirscher nicht, weil es Kampf ist. Ja, vertan. Pflücker! Ich höre das Fleckmann. Ist es überhaupt Fleckmann, was man hört? Und ich kriege Grimmel. Schau, Silvaro, es ist einfach nicht. Es ist einfach nicht das Wahre, dieses Silvaro. Sackgasse, dann waren wir da richtig, wo wir waren. Ist da oben noch was? War ich hier überall? Habe ich dich besiegt? Ich glaube, die bewegen sich nicht mehr, wenn man sie besiegt, oder? Ja, eben. Quinn, bist du besser als dein Nachbar hier? Der zwei Pflanzen hatte. Okay, Granbull, jo, okay, respektabel. Nicht wirklich was dagegen habe ich. Außer vielleicht Rampampros mit einer Stahlattacke, aber du wiegst, glaube ich, zu viel. Narion.
Gift. Gift. Amphira, los. Giftschock. Heido, mächtig. Schon ein besserer Ast-Trainer. Bist du Anime-Fan? Allgemein oder von Pokémon? Von Pokémon bin ich nicht so ein Anime-Fan. Aber ich habe schon viele Animes in meinem Leben gesehen, ja. Warum? Ampharos. Oha, der Ast-Trainer. Not bad. Vielleicht bin ich doch ganz gut aufgestellt für meinen Typen. So, was kriege ich als Belohnung? Nugget. Gibt es eigentlich noch Nuggets? Man verdient so viel Geld. Braucht man überhaupt noch Nuggets? Okay, es war auf jeden Fall am Strand, war dieser Totem-Eingang. Was hältst du von dem Film The Green Mile? Du meinst einer der besten Filme, Verfilmungen von einem Stephen King-Buch, The Green Mile? Ich weiß gar nicht, hieß das Buch auch The Green Mile? Ich habe das Buch nie gelesen. The Green Mile ist ein Klassiker, muss jeder gesehen haben. Jedes Mal, wenn es um Blasenentzündung geht, denke ich an The Green Mile. An die Key-Szene im Film. Akuma, du bist ein Ohr doch. Ohr doch. Nein, doch. Hey Lilly, lang nicht mehr gesehen. Hey Philipp, du bist ein Shiny Aaron. Das ist ein Shiny Stalunio. Okay, wir gehen jetzt zu einem Kapu. Okay, okay. Das ist das zweite Kapu, das wir sehen. Ich finde den Film klasse, die Szene mit dem elektronischen Stuhl ist so krass. Wie, und du erinnerst dich an die Stelle im elektrischen Stuhl, aber du erinnerst dich nicht an die Szene, wie Tom Hanks nicht auf die Toilette gehen kann, weil er Blasenentzündung hat? Was zu der Zeit quasi schrecklich war, weil es nicht wirklich gute Medizin gegen sowas gab. Und er von einem magischen Wesen geheilt werden muss. Den er später hinrichten muss. So viel wichtiger als elektrischer Stuhl. Was ist bis jetzt deine zum Spiel bis jetzt? Meine Meinung? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Atlas. Du hast gefragt, bin ich Anime-Fan? Ich habe gesagt, ja. Warum fragst du? Was sind das für Gespräche? Das ist ein Geben und Nehmen. Löcherst du mich jetzt einfach mit Fragen? Was ist meine Meinung zum Spiel? Beschissenes Kack-Dreckspiel. Fick das Spiel, ey. Was ist das, Ultrasonne? Samantha ist das Coolste und die ist die Böse. Was ist mit dieser Lilly hier? Guckt sie so auf den Boden, als ob sie, naja. Diesmal werde ich dich retten. Also Lea, dann wollen wir mal reingehen. Shut up. Lass mich kämpfen. Lass mich sabbeln. Pampros. Was sind wir hier jetzt bei Ocarina of Time oder was?
um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke. Ach ja, vielleicht mit Mitscha? Mitscha, mein großer, starker Surferjunge, komm, hilf mir. Sei doch nicht so hart mit Gen 7. Okay, Entschuldigung. Gen 7 ist das beste Pokémon-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Willst du das hören? Willst du lieber, dass ich lüge? Weil dein kleiner, dass der Maurediven es nicht verkraftet, wenn man sein Lieblingsspiel schlecht redet? Was ist jetzt hier jetzt? Ocarina of Time, kack. Link to the Past für Wish, auf Wish bestellt. Ich check's nicht, ist mir zu schwer. Ich versteh's nicht. Hä, das macht echt keinen Sinn. Oder kann ich die auch nehmen? Nein, ich muss schieben. Ich muss schieben. Hör auf zu schieben. Oh mein Gott. Danke für nix. Daniela, ist das dein Ernst? So oft habe ich dich doch auch schon gescholten, dass du gefälligst ruhig sein sollst, wenn es um irgendwelche Rätsel oder Gameplay oder irgendwelche Dinger und du machst es immer, immer wieder. Entschuldigung. Du kannst nicht Entschuldigung sagen, jedes Mal, nachdem du es immer wieder machst. Verkackt. Ich weiß, ich wollte ausprobieren, ob er ziehen kann. Gen 7 ist overhated. Komm, sprint mal schon mal. Mann, 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 Mann. Als ob ich nicht mit Glurak da drüber fliegen könnte. Atlas antwortet mir immer noch nicht. Und hört mich gar nicht. Eltern haben gesagt, du darfst Twitch gucken, aber nur ohne Audio. Damit du nicht die bösen Worte von den Streamern hörst. Angel, du bist ein Pelztier. Pelzebub. Atlas, du bist ein Burmi. Geschieht dir recht. Und Happy, du bist ein Hytera. Passt zum Namen, oder? Wie das war's? Ein Rätsel. Hör auf, mein Spiel schlecht zu reden. Das ist voll krass, das Spiel ist voll gut. Ein Rätsel. Wehe, da kommen jetzt nicht noch 5 hintereinander. Habe ich gerade ernsthaft Macho Mai als VM bekommen, um 2 Blöcke hintereinander, also ein... Hapu. Mein Gott, Hapu ist der Kapu. Oh mein Gott. Ich wollte dir Anime empfehlen, aber verdienst du nicht. Ah nein, ich muss wissen, welchen Anime ich jetzt verpasse. Wenn ich richtig rate, sagst du es mir dann. Ich sag 3 Anime-Namen und wenn ich einer von den 3 der richtige ist, den du mir empfehlen wolltest, dann sagst du mir, dass der war. Demon Slayer. Sword Art Online. Ich glaub, Haikyuu ist zu alt inzwischen. Jujutsu Kaisen. Einer von den 3. Habt ihr mir zugesehen? Keins davon. Ah, Mist. Okay, jetzt interessiert es mich wirklich, was du sagen wolltest. Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin wird beim Schutzpatron. Jeder Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Ich habe von Lili gehört, dass du jetzt kürzlich nach Alola gekommen bist. Wir haben schon voll oft geredet, Hapu. Was redest du, Hapu? Wir sind Bros. Wir sind Beste.
Katekyo Hitman Reborn. Okay, ich gucke. Noch nie gehört. Hier steht nur Reborn. Das heißt nur Reborn. Der Manga heißt Reborn. Noch nie gesehen tatsächlich. Not bad, aber ist glaube ich nicht mein Geschmack. Typischer Shonen. Danke für die Empfehlung, Atlas. Noch nie, tatsächlich noch nie gehört. Noch nie gesehen. Hapu, Inselkönig. Shonen. Du möchtest also etwas über Lunala wissen, dem wir am Mondscheibenpodium huldigen? Ja, Necrozma, ja. Legendär, Kräfte, ich verstehe. Mein Vater, Schätze. Okay, erzähl mir, was du weißt. Es ist nicht viel. Ein Ritual, zwei Flöten, legendäre Pokémon. Hier, ich habe eine Flöte, das ist die Sonnenflöte. Ula Ula, Kokowai. Kokowai Island. Warum nennen die eigentlich Inseln hier immer Island? Wenn mich nicht alles täuscht, das ist eine unbewohnte Insel vor der Küste. Auf zum Dorf des Seevolkes. Okay, also wir sollen die andere Flöte finden auf der Kokowai-Insel. Also, dass hier jetzt nur ein Rätsel war, ist echt ein bisschen frech. Kannst mich doch nicht dieses Macho-Mai engagieren lassen. So voll cringe durch die Gegend tragen lassen von Macho-Mai und dann sind da drei Blöcke. Get quet, motherfucker. Ah, es ist wieder da, es ist kein Tag vergangen. Lügen. Okay, warte, jetzt habe ich kein Ding mehr, egal. Eis los. Weg. Egal, ich komme wieder. Eine Insel im Süden. Katzin. Ich habe Lilly schon vermisst. Wir brauchen kein Boot. Ich habe Lapras, ich habe Tohaido, Glurak.
Der. Ist das der gleiche, gegen den wir die ganze Zeit immer kämpfen, der so starke Pokémon hat? Bestimmt. Okay, aber er redet nicht darüber, dass wir schon dreimal gegen ihn gekämpft haben. Lilly bleibt hier. Wir haben keine andere Wahl. Es ist jetzt Nacht. Komisch eigentlich. Nee, es ist immer noch Zwielicht. Es ist orange. Erst in 20 Minuten ist Nacht. Ich glaube, hier gibt's Kokoweiß. Dezent die Flöte präsentiert. Niemand hat sie jemals genommen. Die Kokoweiß sind zu krank auf der Insel. Oh mein Gott. Laufen die hier rum einfach? Ich meine, die verdienen auch so einen Auftritt hier. Aber ja, es sieht nach Nacht aus. Ein bisschen früh. Kokoweiß wirken unruhig. Willst du kein Wort darüber verlieren, dass die Kokoweiß ein bisschen langen Hals haben? Ja, und die Flöte fliegt auch einfach weg, genau. Okay, soll ich jetzt, also hätte ich mein Parasek behalten sollen? Wir probieren es. Kann ich die fangen? Irgendwas stimmt nicht. Es wird belästigt von einem Pinsir? Er kennt nur die Kokowai. Glaubst du, der ist nie von der Insel runtergekommen? Kann sein, kann sein. Maurediven. Erstmal Mauri, du bist ein Svarones. Svarones für Mauri. Und Maurediven hätte gerne... Nummer 73 und 213. Ergeben ein wunderschönes Pokémon mit dem Recht auf Leben. Sagt nichts anderes, auch wenn es euch auf den Lippen liegt. Hans the Flammenwerfer. Ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Get the Flammenwerfer, Hans. Kill it before it lays eggs. Nein, auch dieses. Tentapod. Potoxa. Hat ein Recht zu existieren. Kein großes Recht, aber ein Recht. Okay, ich muss alle befreien. Darf ich dich jetzt fangen? Nein? Darf ich den Schwanz fangen? Nein? Okay, ich befreie euch alle. Dann gehört ihr mir. Ihr seid auf ewig mir schuldig. Die sind im Gras, ja, dachte ich mir. Naja, ist auch eher ein Töte mich. Ich hab schon etwas, hab schon sowas erwartet. Ein Töte mich. Hallo Yoshi. Überroller hat keine Wirkung. Wegen Geist. Gott, ich kann die Kamera drehen. Was macht Pinsir? Man steht da unten und zwickt es. Knabbert. Mit seinem Ziehharmonika-Mund. Seinem, keine Ahnung. Katzentürchen-Mund. Mit seinem Schuhreinigungsgerät-Mund.
Nix hat eine Wirkung auf mich. Pinsir kann nur Kampfattacken. Ob man das Pinsir shiny handen kann? Es könnte sein, also ich würde mich nicht drauf verlassen, aber irgendwie, warum nicht? Ich glaube, das sind random Pinsirs, die einfach kommen. Die Gesichter hinten sind so geil. Was passiert? Machst du jetzt eine Brücke oder so? Einfach weg. Einer ist weg. Das war Happy mit einem Quäl. Da hinten ist es. Tatsächlich. Wir haben es nicht gesehen, aber wir können uns vorstellen, wie wir einfach hochgeschleudert wurden. Hallo Roter Jay, Toasty, du bist ein Samurzel. Daniela, du bist ein Liliep. Liliep. Was? Cool. Habe ich hier nicht irgendwo einen Sticker gesehen? Ist er da unten? Kannst du mich wieder runterbringen? Kannst du nie die Gesichter sehen von den Kokoweiß? Natürlich nicht. Sie sind zu groß. Pinsir ist aber geil in Shiny. Dieses lila, grau, blau. Wie komme ich zu dem Felsen, wenn ich da nicht runter darf? Achso, doch, tue ich ja. Okay. Das war schon komisch. So, warum dahin, wenn da nichts ist? Aber da ist was. Ich krieg die 80 so gut, so schnell, ohne Google, finde ich die Sticker. Okay, Leute, ich nehme jetzt die Flöte und kurz davor kommt ein Ibitak. Und dann muss ich dem Ibitak für 3 Stunden lang in einer riesigen Story-Quest folgen. Und dann habe ich sie. Aber in der Zeit, wenn ich sie dann zurückbringe, sagen sie, oh nein, Team Skull war da und hat die andere Flöte gestohlen. Dann muss ich die andere Flöte von Team Skull wiederholen. Oder ich nehme einfach die Flöte und überspringe das Ganze. Vertane Chance, Game Freak. Regenbogen. In der Nacht habe ich noch nie einen Regenbogen gesehen. Geht das eigentlich? Nee, ne? Der typische Nachtregenbogen, wer kennt ihn nicht? Ho-Oh, es muss Ho-Oh gewesen sein. Okay, das war ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Die Kokoweiß sind cool, aber... Auch da, die Insel hätte mehrere Kokoweis haben können und dann muss ich verstehen, welches Kokowai ich nehmen muss, dass ich nach oben komme und welches Kokowai nicht und dann da lang und dann hier rüber. Aber soll ich jetzt nochmal zurück Kokowai fangen? Nee. Wenn dann mit Parasek. Aber ja doch. Nehmen wir jetzt Parasek und holen uns ein Kokowai. Ist die Story noch nicht lang genug? Weiß ich nicht. Ist ja noch nicht vorbei. Ich meine nur, dass wenn hier mal Stellen kommen, wo sie mehr machen können als einfach nur geh von A nach B und bekämpfe diesen Trainer, immer wenn so Stellen kommen, wo sie das Spiel ein bisschen besonderer machen könnten, ist es einfach nur hier. Eine kleine Idee, aber nur für... Eine kleine Idee, aber nicht mehr. Wir könnten daraus ein richtiges Ding machen, sodass es cool ist. Aber nein, hier ist nur kleine Idee. Weg. Weg. Machst du mal weg? Amphira.
Okay, wenn dann das Stärkste weg. Olbarok. Und Parasek. Ich bringe meinem Parasek mal Trugschlag bei. Pflanze Drache wäre auch sinnvolles Typing. Für mich? Stimmt. Stimmt, weil ich keine Pflanze habe. Weil mein kleiner Vogel auf einmal... Ah doch, der ist... Nee, so... Nee. Flug hat Silvaro verloren. Pflanze habe ich ja eigentlich. Kann ich überhaupt zurück? Wo ist der? Ich meine, hier ist Essen. Hallo? Komme ich überhaupt zurück? Wofür? Z-Nudeln, Z-Portion. Dafür eine Herzschuppe. Dafür, dass ich bei denen was esse, kriege ich eine Herzschuppe. Euch hier Herzschuppen, um Attacken zu verlernen, oder ist das einfach nur Geld? Ich gebe 500 her, um Geld zu kriegen. Ist der jetzt weg? Kann ich gar nicht. Also, ich wahrscheinlich kann ich auf die Insel fliegen, oder? Bitte lass mich zu den Kokoweiß. Kann ich da selber hin surfen? Wird mir der Zugang zu den Kokoweiß nicht gewährt? Ah, hier. Ja. Ich finde Frankreich nicht interessant, deswegen mache ich XY nicht. Oh, warum sieht es hier so spacey aus? Alles ist doppelt. Ich bin zu ver... Warum ist alles doppelt? Ist das ein Fehler? Habe ich den 3D-Modus an? Keine Angst, keiner mag Frankreich. Außer die ganze Welt, weil anscheinend ist Frankreich das meistbesuchteste Land der kompletten Welt. Was, okay, klar, ich meine, jeder kennt so, jeder, oh, von Paris, oh, oder. Aber ich dachte trotzdem nicht, dass es trotzdem das meistbesuchteste Land der Welt ist. Kein Land hat so viel Tourismus wie Frankreich. Ist das nicht crazy? Nicht mal irgendwie Amerika, was so viel größer ist und so viel mehr hat als Frankreich. Hallo, Runny. Kann ich überhaupt flüchten vor diesen gewaltigen Tieren hier? Parasek ist so langsam. Oh nein. Oh nein. Ich muss was anderes nehmen. Woher weißt du das? Google. Wir haben letztens, wir schauen auf Apple so eine Serie. Adam, wer ist er? Adam Levy? Nee, nicht Adam, Eugene. Da der Schauspieler Eugene Levy, falls ihr den nicht kennt, das ist der Vater vom Hauptdarsteller in American Pie. Der Typ, der seinen Sohn dabei erwischt, wie er American Pie, ne? Der Typ hat eine eigene Serie, wo er einfach die Welt bereist.
neue Sachen entdeckt in seinem Alter von 78. Und er war in Frankreich. Und da hat er gesagt, Frankreich ist die meistbesuchteste Welt der Stadt. Meistbesuchteste Land der Welt. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Und haben es gegoogelt und es ist anscheinend so. Und ich habe nicht das Pokémon gewechselt. Und ich bin schneller als Entropius. Ich glaube, ich erzähle hier Fake News. Wann mache ich das schon? Es gab auch wieder vor kurzem einen neuen Bericht fürs letzte Jahr, was das bestätigt. Für letztes Jahr. Dieses Jahr ist klar wegen Olympia und sowas. Da ist nochmal mehr als sonst. Aber letztes Jahr war noch nicht mal Olympia. Es war dieses Jahr. Aber es ist wegen diesem Paris-Syndrom oder dieser Romantisierung von Paris. Es ist echt krass, was Marketing, wie auch immer es dazu kam. Irgendwie muss es ja vor einem Jahrhundert entstanden sein oder noch früher, dass Paris die schönste Stadt der Welt ist. Was ja definitiv nicht so ist. Ich meine, sie ist schon schön, aber man sagt auch zu Brügge, dass es die schönste Stadt der Welt ist. Brügge sehen und sterben. Wir waren in Brügge und es ist schon schön, aber wenn du so einen Claim hast, wenn du so eine Werbung von dir selber hast, so einen Ruf, dann muss es schon krasser sein als das, finde ich. Aber das finde ich interessant, wie kommt es dazu? Steht es einfach in jedem Reisebericht drin und dann spricht sich das so rum oder ist da irgendwas passiert? Anwender bespritzt das Ziel. Ich brauche nicht weiterlesen. Gekauft. Nee, brauchen wir nicht. Klar hat die Stadt beeindruckende Bauten. Klar, Paris kann hier und da super schön sein, aber genauso findest du in München schöne Bauten und in Berlin und in natürlich Barcelona. Und Italien hat so viele Städte, die so unfassbar schön sind. Aber warum hat genau Paris den Ruf weltweit, vor allem in Asien und Amerika, dass es die Stadt ist, die man gesehen haben muss? Wie auch Paris ist München nicht mein Vibe. Du bist komisch. Das verstehe ich aber nicht, Runny, weil Paris ist dreckig. Also sollte dein Vibe sein. Ich habe mich wie in Berlin gefühlt in Paris. Ja, Florenz oder Venedig oder Siena sind so viel schönere Städte, weil die sind überall schön. Keine Ahnung. Anderes dreckig. Stimmt. Soll ich mal gucken? Ich habe Angst, dass hier gar kein Kokowai ist. Es muss hier Kokowai sein. Vielleicht ein Untertag. 1%? 10%? Kokowai. Kokowai. Kokowai Island. Brigaron? Man kann ein Brigaron und ein Serpiroyal hier finden. Serpiroyal in Sonne, Mond. Brigaron in Ultrasonne, Ultramond. Man kann hier... Aber wahrscheinlich nur einen, oder? Man kann hier einfach Starter finden. Die letzte Entwicklung auch noch. Okay. Pinsir... Och, nö. Doch, nee, hier. Pinsir können Kokowais rufen. Nee, stimmt auch nicht. Kokowais können. Okay, nee. Also Kokowai Alola-Form beim ersten Betreten der Insel einmalig. Ja, aber die kann ich nicht. Was? Warum steht das? Ach, Sonne und Mond. Okay, in Ultrasonne, Ultramond, das ist einfach 20%. Okay. 20%. Aber das überrascht mich ja nicht, dass noch keins kam, weil 20% ist hier wie 1%. Ja, allein Japan ist so viel schöner als Frankreich. Aber das kann man ja noch sagen, ist subjektiv. Aber das ist sowieso alles subjektiv.
Aber es ist ja auch bekannt, dass das eine Art, nicht Krankheit, wie sagt man das, dieses Paris-Syndrom oder sowas, dass Leute, die eben durch dieses Marketing oder durch diesen Ruf extra dahin fahren, wie super viele asiatische Menschen, die darüber gehen, und dann sind sie dort und sind sowas von enttäuscht, dass sie sowas von am Boden zerstört sind. Was ich verstehe, weil es gibt so viel schönere Bereiche als Frankreich, aber mich würde halt interessieren, wie es dazu gekommen ist. Der Macron ist persönlich zu jedem nach Hause gegangen. Ding dong, wussten sie, dass unser Land das schönste auf der ganzen Welt ist. Kommt alle vorbei. Ja, Mode, Paris, Fashion Week, Filme, Cannes, so ein Hollywood-Film-Ding. Ja, wahrscheinlich auch früher schon, in den 60ern, 70ern war immer so, oh ja, lass nach Paris, also im Film. Wenn Menschen von Texas nach Kalifornien fliegen, fließt eben das gar nicht in die Bewertung mit ein, da es hier um eine Reise innerhalb des Landes gilt. Reisen von weiter weg sind, wie gesagt, sehr teuer. Ja, aber, hä? Aber das macht ja den Fakt, dass Frankreich das meistbesuchteste Land ist, nur so krasser. Ich weiß, was du meinst, dass wenn jemand in Beijing einfach nach Sanya fliegt und dort Urlaub macht, dann zählt das nicht in die Statistik mit rein. Das ist schon klar. Und wenn einer von New York nach Kalifornien fliegt, dann zählt das auch nicht mit rein. Klar. Das sind wahrscheinlich, aber das ist genauso wie wenn jemand von Bremen nach Berlin geht zum Urlaub, Städtetrip, dann zählt das auch nicht mit rein, klar. Wobei, weiß ich nicht, vielleicht zählt es in die Statistik mit rein, weil bei jedem Flug, wobei bei nationalen Flügen wird nicht gefragt, warum sie da sind. Aber ich schätze mal, dass so Statistiken auch erhoben werden, weil du wirst immer dann gefragt, Business, Leisure oder was, und dann sagst du Leisure, weil du aus Spaß da bist und dann bist du Tourist und dann zählst du in die Statistik mit rein. Aber stimmt, bei nationalen Flügen wird es natürlich nicht gefragt. Mimikma lernt Dunkelklaue, das gefällt mir. Aber das macht eigentlich, finde ich, die Statistik nur umso krasser. Sind hier doch mal welche? Okay. Ich finde, das macht die Statistik nur umso krasser, weil du bedenkst halt, Frankreich ist nicht so groß. Wie Amerika oder China. Oder Australien. Oder Australien vielleicht. Aber es ist nicht so groß, was heißt, dass all die Leute, die nach Frankreich kommen, sind halt wirklich, die müssen aus anderen Ländern kommen, so richtig weit weg auch. Klar sind sehr viele Touris in Frankreich wahrscheinlich aus Nachbarstädten. Aber so viele aus Amerika, so viele aus China, die da rübergehen und diese Kosten und diesen Weg auf sich machen, nur um dieses eine Land zu sehen. Wenn es Amerika wäre, fände ich es fast noch deswegen finde ich es so krass, weil wenn es Amerika wäre, dann ist es so, ja klar. Weil in Amerika kannst du Everglades sehen, du kannst die Grand Canyon sehen, du kannst das sehen, du kannst New York anschauen, du kannst Los Angeles anschauen. Und jeder kleine Teil, wenn einer nur nach New York will, zählt das. Wenn einer nach Kalifornien will, das zählt. Wenn einer dahin will, das zählt alles als ein Plus für mehr Leute, die nach Amerika gehen. Aber Frankreich ist immer Paris, 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 Paris. Ich weiß, es gibt noch mehr wie Côte d'Azur und sowas und Ibiza. Wie heißt das Ibiza von Frankreich? Egal. Warst schon mal in Amerika als Kind. Aber ich persönlich habe gar nicht so ein Bedürfnis, nach Amerika zu gehen. Weil ich das Gefühl habe, dass alles, was du in Amerika sehen kannst, kannst du auch woanders sehen.
klar, sowas wie Grand Canyon ist schon krass und sowas wie die Stadt New York ist schon krass. Aber du kannst auch nach Tokio gehen. Und so, aber die krassen Wolkenkratzer findest du eigentlich nur in New York. In Tokio ist schon auch krass Stadt, aber es ist nicht dieses. Boah. Es ist nicht dieses. Tokio ist nicht sehr hoch. Also schon, aber vereinzelt. Und New York ist ja wirklich so, dieser eine Block ist ja. Und das müsste ich eigentlich schon irgendwann mal sehen. Daunenreigen? Passt schon. Was ist China? China ist ein sehr, sehr großes Land. Von Berlin kommt man ja mittlerweile direkt nach Peking. Do it. Charmanter Chefchirurg, genau. Charmanter Chefchirurg. Wie findest du das Game? Schrecklich. Eine Zumutung für jeden Gamer. ...20% halte ich für ein fettes Gerücht. Wo ist Coco White? 20%? Will ich nochmal gucken? Steht da irgendwo, nur nachdem du den Inselboss besiegt hast? Hier steht. Kokowai Island. Hier steht. Kokowai Alola Form, hohes Gras, 20%. Tagsüber, nachts. Nicht morgens. Alola-Form, Kokowai. Warum? 20% ist so viel. Es kommt nichts. Tropius ist 20%. Owai ist 40%. Nee, auch 20%. Wie viel Pinsir habe ich schon bekommen? Pinsir ist 10%. Ich habe schon irgendwie 5 Pinsir gekriegt und die sind nur 10%. Hä? Nein, da steht Nacht und Tagsüber. Ich will selber mal nach Japan, Tokio ist schon krass, aber Kyoto zum Beispiel würde mich auch reizen. Das solltest du alles machen, wenn du da hingehst, um das zu nutzen. Wir haben Tokio, Kyoto und Hiroshima gemacht. Also ich würde nicht nur Tokio machen, weil wir waren also natürlich kannst du auch 3 Wochen in Tokio alles anschauen, weil es einfach so viel ist. Aber nach einer Zeit finde ich, es ist alles das Gleiche. Also krass Stadt, krass Nerdy, krass Anime, krass Pokémon, überall krass, krass, krass. Und das Umland hat noch so viel mehr und Kyoto ist halt super schön. Osaka ist genauso super schön. Aber ich sage das jedes Mal, geht nach Hiroshima. Das werdet ihr erst recht nicht vergessen, wenn ihr da einmal wart. Und es ist nicht schwer, dahin zu kommen. Alles mit dem Bullet Train. Kyoto soll überrannt sein. Ja. Da ist alles überrannt. Deswegen haben wir auch hauptsächlich die Sachen gemacht, die nicht so berühmt sind. Weil ich muss nicht den Tempel sehen. Ich kann auch den drittbesten Tempel sehen und dafür sind nur ein Drittel der Leute da. Ich glaube, hier gibt es keinen Kokowai. Wolltest du nicht noch in den alten Laden? Ja, und? Ich suche gerade Kokowai. Vielleicht ist es einfach in einem anderen Grasding?
Gastrodon kam dreimal hintereinander, 10%. Muss ich irgendwas machen? Ist da oben Gras gewesen? Nein. Deine Frau ist gar nicht dafür zu haben, nach Japan zu gehen, obwohl sie die Gerichte aus Japan liebt. Ich glaube, also wenn sie Angst davor hat, dass da alles so nerdy und Anime-like ist, ja, aber du musst das alles nicht machen. Du musst ja nicht in die Spielläden gehen und irgendwie jetzt gamblen oder sowas. Ich glaube, wenn ein Land groß genug ist und divers genug ist, dass du da alles machen kannst, dann ist es Japan. Ich meine, viele Länder gibt es, wo es so viele Sachen gibt. Aber wenn sie keinen Bock hat, ich weiß nicht, auf was sie da keinen Bock hat, weil das Essen ist großartig und günstig dort. Die Natur ist großartig dort, so tolle Natur. Und killt er mich jetzt sofort. Und wenn du Gamer bist, halt natürlich auch geil. Wenn du Tech magst, geil. Wenn du Anime magst, geil. Wenn du Pokémon magst, großartig dort. Aber an sich, ich meine, nicht jeder, das hat man oft das Gefühl, ne? Nicht jeder, der dort lebt, liebt Anime. Auch wenn du dort ins Gesicht geschlagen wirst mit dem Zeug die ganze Zeit, egal wo du bist. Egal in welcher U-Bahn du sitzt, irgendwo läuft im Hintergrund ein Fernseher, der ein Anime zeigt. Das ist halt echt so. Kann der überhaupt schlafen? Moment mal, bist du noch Pflanze? Du bist Pflanze, ne? Schade. Dann bringst du mir ja gar nichts. Kaka. Tschüss. Erstmal günstig Nintendo-Konsolen und Games kaufen. Das ist tatsächlich das Gerücht. Darauf hatte ich mich auch so richtig gefreut. Ich war in so vielen Läden, weil ich so Retro-Konsolen kaufen wollte. Bullshit. Weil die das in Tokio wissen. Die wissen, dass die ganzen Ausländer rüberkommen, um sich günstig Konsolen zu kaufen und machen den Preis einfach mal dreifach so hoch, sodass die Preise genauso sind wie auf eBay. Deswegen habe ich dort auch so gut wie nichts gekauft, weil alles genauso teuer war, wie wenn ich es im Internet bestellt hätte. Aber wenn du wirklich Videogames hunten willst dort, dann gehst du raus aus Tokio. Dann ist vielleicht sowas wie Kyoto schon ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich. Dann gehst du raus aus Tokio und da gibt's dann so krasse Läden, wo du halt dann wirklich alte Spiele, alte Konsolen kaufen kannst für weniger Geld. Aber in Tokio, die Läden, die wissen das alle. Die ganzen Läden, da sind mehr Nicht-Japaner in diesen Läden und gucken sich das an, als das ist voll, dort ist es voll mit Touris und die wissen das. Man kann Schnäppchen jagen dort, aber dann musst du das wirklich gezielt machen. Und ich habe halt echt gedacht, hey, ich gehe jetzt einfach da rein und dann hole ich mir ein geiles Spiel für ein Drittel des Preises. Nope. Pokémon Rot. 300 Euro bitte. Okay. Chill. Was machen wir denn jetzt hier? Knirschen. Hab mehrere Konsolen nach Deutschland importieren lassen, war durchaus günstiger. Ja, ja. Aber du könntest ja denken, wenn du dort bist, ist es noch günstiger. Nö. Ich meine ja, das Importieren, am Ende zahlst du genauso viel, wenn du es dir einfach auf eBay importierst oder sonst irgendwo rüberholen lässt, als wenn du dort bist. Aber was du halt dort... Was halt das Geile ist, es gibt halt dort viele Sachen, die du nicht einfach so hier bestellen kannst. Natürlich, ich weiß, es gibt die Services, mit denen du einfach Sachen aus Japan bestellen kannst und dann kaufen die das dort für dich und schicken es dir, klar. Aber das Geile ist halt, dass du dort rumläufst und du findest Sachen, die du nie bei dir finden würdest oder nie irgendwo mal eben einfach bestellen könntest. Ich weiß nicht mehr, wie man dieses Spiel spielt. Pokebälle, los! Muss man in Japan aber auch das Geld wechseln oder kannst du auch mit Euro zahlen und wird dann automatisch umgerechnet? Bitte was? natürlich musst du
kannst du nicht mit Euro zahlen. Das ist nicht Europa. Du kannst nicht mit Euro zahlen. Ich glaube, wenn du den Euro in die Hand drückst, holen die ein Schwert raus und sagen, bitte bring dich um. Dann musst du es tun. Wegen Gruppenzwang. Nee, Geld. Ich meine, du hebst... Wir haben die ganze Zeit Geld abgehoben, weil Japan dann doch ziemlich Bargeld ist. Ich würde mal sagen, genauso schlimm wie Deutschland, vielleicht schlimmer. Wobei, also es gab schon hier und da Stellen, wo einfach stand, du kannst nicht anders kaufen. Mein Harakiri, ich meine Seppuku. Harakiri ist wieder was anderes. Dachte, Japan hat auch Euro. Ja. die Sache, also ich glaube, es gab schon Läden, wo sie so davor ein Schild war, dass man nur bar zahlen kann. Aber vor allem ist Japan halt extrem so Kleingeld. Du, an jeder Ecke findest du Sachen, Automaten, und du kannst da nur Kleingeld reinstecken. Und das sind halt diese 100 Yen-Münzen und sowas. Und du bezahlst halt alles mit diesen 100 Yen-Münzen, sei es in einem Getränkautomaten, Essensautomaten, Glücksspiel, Pokémon-Sachen und so weiter. Deswegen solltest du viel Echtgeld, Münzgeld dabei haben. Ich habe extra so ein kleines Täschchen gekauft, wo nur 100er drin waren, um halt die ganzen Sachen mit 100er Sachen zu bezahlen, weil es davon einfach so viel gibt. Ich kann nicht reden und spielen. Ich bin echt alt geworden. Das ist echt schlimm. Aber ansonsten zahlst du einfach mit Karte. Brauchst halt eine Kreditkarte, die in Japan funktioniert, was jede können sollte. Vielleicht die Stadtsparkasse geht vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, Stadtsparkasse ist ziemlich deutsch, ne? Stadtsparkasse geht vielleicht nicht, aber die meisten machen sich ja nur für solche Reisen, zum Beispiel ein DBK-Konto. Heißt es DBK? DKB? DKB. Wo du kostenlos ein Konto machen kannst und hast eine Kreditkarte, die weltweit funktioniert. Also so wie überall, du zahlst einfach alles mit Karte. Aber nee, mit Euro, da brauchst du da nicht ankommen. Revolut, ja, Revolut ist ganz groß hier in Irland. Also während in Deutschland ja noch PayPal, wie alle Leute mit PayPal Sachen bezahlen, hier ist es Revolut. Wenn du hier Taxi fährst, kannst du mit Revolut zahlen. Wenn du... Handwerker bezahlst, kannst du mit Revolut bezahlen. Also Revolut ist hier riesig. Okay, doch keine... Ah doch, hier ist die Sequenz. Genau, darauf habe ich gewartet. Hab leider keine Kreditkarte. Deswegen sage ich, wenn du so Reisen machen willst, die nicht in der EU sind, dann holst du dir so eine Revolut-Karte. Ist alles kostenlos. Eine Revolut-Karte oder eine DKB-Karte. Und dann kannst du im Ausland damit bezahlen. Beziehungsweise du wirst auch mit deiner Bankkarte in Japan Geld abheben können. Du wirst halt mit der Bankkarte wahrscheinlich jetzt nicht beim Sushi-Meister zahlen können. Aber du wirst wahrscheinlich am Flughafen an einem Bankautomaten für Gebühren Yen abheben können. Aber noch einfacher ist es, wenn du einfach eine Kreditkarte hast. Deswegen gibt's ja. Echt, das wusste ich gar nicht, aber für Auslandsreise habe ich extra Revolut gemacht. Ja. PayPal, ich weiß nicht, ob sich PayPal hier nie durchgesetzt hat. Also die Leute kennen schon PayPal. Aber wenn jemand zum Beispiel in einer Bar zahlt und am Ende sagt man, wir teilen das alle durch 5, dann, gibt jeder einfach den Revolut an und dann, wie PayPal, also die Leute benutzen es hier so wie in Deutschland die Leute PayPal benutzen. Und tatsächlich ist da, glaube ich, Europa noch sehr, oder Deutschland noch sehr PayPal, wo inzwischen Amerika ist gar nicht PayPal, Irland und England ist auch überhaupt nicht PayPal.
Das finde ich ja interessant. Genau wie Amerika kein WhatsApp benutzt, aber in Deutschland WhatsApp riesig ist. In Asien benutzt man auch kein WhatsApp, sondern WeChat. Das ist halt... Je nach Kultur setzen sich andere Sachen durch. Venmo... das andere heißt... Weiß ich. Lizzie Summer, Dankeschön für 21 Monate. Ich meine, für EU-Ausland brauchst du ja gar nicht so weit reisen. In der Schweiz müsstest du ja dasselbe Problem haben, oder? Ich glaube aber, dass... Ich weiß nicht genau, wie Banken da kommunizieren. Ob das dann ist so, oh, du bist nicht Teil der EU, also geht die Kreditkarte nicht. Ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube schon, dass ich... Ja, ich weiß nicht. Meine, ich bin bei der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank ist sowieso weltweit. Ich kann mit meiner Bankkarte und mit meiner Kreditkarte überall auf der Welt abheben. Es kommt halt drauf an, bei welcher Bank du bist. Und wenn die Bank sagt, Schweiz ist Kacke, dann geht die da halt nicht. Aber ich wüsste nicht, warum. Deswegen gibt's ja sowas wie Mastercard und Visa, weil die weltweit funktionieren. Aber deine lokale Bank vom Dorf wird halt dann vielleicht sagen, geht nicht. Mimik mal um... Ah, was muss ich machen? Oh. Unter den Lumpen blicken. Okay, ich weiß, dass ich nicht unter den Lumpen blicken soll. Ich würde gern sehen, was passiert. Wir umarmen den Kleinen. Es schmiegt sich an dich. Kommt, wenn ich drunter gucke, diese Sequenz, wo es sich auf mich draufstürzt? Ich will die eigentlich mal sehen. Das wäre so asozial. Oh, Pikachu ist so viel cooler. Pikachu! Okay, ich glaube, ich muss Mimik mal wählen, damit es nicht traurig wird. Jemand mag mich. Jemand mag mich. Cool. Dün, 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 dün. So. Wieso ist Mimik mal so scheu? Viele Trainer entscheiden sich für Pikachu, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, ob sie Mimik mal oder Pikachu lieber mögen. Einige Mimik mal verkraften diesen Schock nie. Ich wette, dass Mimik mal, dem du begegnet bist, war sehr froh darüber, dass du ihm den Vorzug gegeben hast. So, Daniela spricht für andere. Wo bist du? Katsu. Du hast Husted Pokémon gemacht. Bist du überhaupt noch da? Du darfst dich genauso beschweren, wie Daniela es für dich macht. Wie ist das da? Soll ich in ihr Haus zurückgehen? Okay, ist das kürzer? Bist noch da? Okay. Was ist das? Dann musst du jetzt aber auch antworten und sagen, was das ist. Who's that Pokémon? Wo bin ich hier? Komm ich hier wieder raus?
Ich sehe etwas, aber ich sag's noch nicht. Ich sehe etwas, was ich sofort gedacht habe, aber irgendwie, wenn ich genauer hingucke, sehe ich es nicht mehr. Aber ich habe etwas instinktiv gesehen. Hallo Butzi. Quapsel? Das ist kein Quapsel. Ich glaube auch, dass das ein Kloptopus ist. Ich habe direkt Kloptopus gesehen. Aber ich dachte, Kloptopus schaut in die andere Richtung. Wir schauen, was es ist. Fuck, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt schon wieder. Ich bin noch nicht gewohnt an mein neues Setup. Ich kann nachschauen, was es ist, was es war. Es war Kloptopus. Marco, wir hatten recht. Okay, aber was ist das hier? Wir hatten recht, es war Kloptopus. Das ist einfach. Koriogel, falsch. Was ist das hier? Anorid, was? Vatalichan, was? Leute, guckt genauer hin. Ich sehe förmlich das Fell. Die Farbe. Den bösen Blick. Kikugi, was? Leute. Der rote Jay muss kommen. Und zeigt uns den Weg. Natürlich ist das Sengo. Natürlich. Ich hab's gesehen. Der Jay auch. Ein dickes Bammeln. Hier ist jetzt ein Reißlaus. Ich sehe das Fell von Kikugi. Den leckeren Saft. Männchen. Komm, jetzt einmal Pilzspore und dann einfach werfen. Nicht mehr rumspielen. Endlich. Nach, ich glaube, 7 Reißlausen oder sowas, werfe ich mal einen Ball. Natürlich bleibt es sofort drin. Ich hätte mir nie den Stress machen müssen. Aber dass das Ding wegläuft. Im Schlaf. Schlaf läuft. Schlaf flüchtet. Da konnte man doch nicht dran denken. Hinterlässt sogar Geld. Niu. So, wir sollen in das Haus, oder? Ne, wir sollen hier hoch. Oh. Die Skullhocke. Hallo, der Kenny Benny. Hallo. Die Geduld, die ich an Shiny Hunten mache, hat sicherlich lange gedauert. Wie du bis jetzt in das Shiny Hand gesteckt hast, hat sicherlich lange gedauert. Ja. Manche Shinies kommen schneller, manche kommen langsamer. Was ist deine Lieblings-Gen? Gen 3. Was, ich soll Bromli retten? Wer sagt, dass ich Bromli retten will? Dass Bromli da überhaupt mitgegangen ist, ist sowas von seltsam. Was ist das für ein Move, Skullrüpel? Skullrüpel A? Der schlafende Reißlaus hat jetzt eine Gehirnerschütterung. Tauros ist ganz sachte nur in seinen Kopf reingerannt.
Der Wilhelm, der hat den Krug nur ganz leicht auf den Kopf vom Depp aufgesetzt. Ein Tauros hat nur ganz leicht gegen den Kopf des Reislaus gestampft. Kam bisher nur einmal dieser Wrestling-Kampf beim Wrestling halt. Ich fände, den könnten sie. Aber dafür müssten halt drei Leute gegeneinander sein. Ist immer noch einer gegen alle oder zwei gegen zwei. Oh, Imantis. Es tut mir leid. So wenig KP, so wenig XP. Wieso schwach? Vertikal, Level 45. Da müssen doch XP bei rumspringen. Geile Animation. Und Duste. Nein, nicht weiterkämpfen. Noch vier. Das ist quasi jetzt einer der, beziehungsweise der hat fünf Pokémon. Das heißt, es ist der eine, der quasi für jeden dasteht. Weil mich ja fünf Rüpel angegriffen haben. Das ist einfach, deswegen ist es jetzt einer, der fünf Pokémon hat. So ein Hordenkampf. Ja, geil. So fünf Rüpel, die da stehen. Wann lernt Mimikma Knuddel? Knuddler. Das Teller, Mensch. In mein Donnerblitz rein. So, Chefin. Kommen Sie rum. Sie ist so cool. Sie hilft uns jetzt. 54 für Knuddler? Okay. Dauert noch ein bisschen. Gab es mal ein Oras, wo du gegen eine Horde spielen musstest?
Es wäre cool, wenn es das öfter gibt. In Gen 7, Level 46. Ja, dann haben wir es ja gleich. Okay, sie bittet uns, Bromli zu retten. Und Gift, Toxium Z. Okay. Im Grunde will sie, dass wir Bromli retten, weil er doch so toll ist. Ja, ja. Bromli ist der Lover von deiner Mutter, Lilly. Verstehst du das? Das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, kannst du ihn Papa nennen. Leuchtstein, okay. Haben wir irgendwas, was sich mit Leuchtstein entwickelt? Glaub nicht. Halt, ich kann mal Kokowai und Reislaus. Ich brauche sogar zwei Reislaus. Ne, Reislaus war hier. Und Alolo Kokowai ist hier. Der Bildschirm sieht voll aus. Heißt es, ich habe jede VM jetzt. Ich habe jedes Helfer-Pokémon. So, da ist wieder Hapu. Also jetzt, ich nenne diesen Teil des Spiels jetzt mal die zweite Hälfte des Spiels. Auch wenn es wahrscheinlich das letzte Drittel ist. Aber jetzt sind die Cutscenes schon echt... Ich meine, ich habe ja versucht, ein paar Pokémon jetzt zu fangen, aber das eine Gras hat ja wirklich nichts. Das Kokowai konnte ich jetzt fangen. Reislaus läuft da ein bisschen rum. Aber du kannst ja auch nicht wirklich außer surfen. Du kannst ja hier nichts machen, außer von Cutscene nach Cutscene zu rennen. Jetzt wieder testen, ob ich stark genug bin. Wir haben doch inzwischen bewiesen, dass ich euch fertig machen kann. Ja, schon wieder muss ich sie bekämpfen. Ich weiß, dass du Venikro hast. Und ich werde dein Venikro auf dem gleichen mickrigen Level jedes Mal gleich besiegen. Ich hau einfach stark drauf. Kann nicht sein, dass sie jedes Mal meine Stärke testen wollen. Ich hab nichts, verdammt. Komm, ich mach Z-Flammenwurf. Boden wäre besser, oder? Hey, warst du nicht mal bei den Bohnen? Emiluna, meinst du die Rocket Beans? Dann schätze ich sehr stark, dass du sehr oberflächlich bist. Leute, ihr seid live dabei, wie mich jemand mit dem wundervollen Densen verwechselt. Ich liebe Densen über alles. Ensen ist ein super, super Streamer und ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich mit ihm verwechselst. Aber es gibt mehr Leute als nur einen Menschen, der eine Cap trägt, einen Bart hat, eine Brille trägt und Tattoos hat. Und ich weiß, wir haben diese Sachen gemeinsam. Und ich kann dir sogar ein Bild zeigen, wo wir nebeneinander stehen. Und man könnte sich denken, fuck, wer ist wer? Oh mein Gott. Aber... Wir sind zwei verschiedene Menschen, die unterschiedliche Charaktere haben, Charakteristiken haben. Nein, ich war noch nie bei den Rocket Beans. Mein verlorener Bruder, nein, ein stinknormaler Dude, genau wie ich, der einfach eine Cap, ein Bart, eine Brille und Tattoos hat. Und Metal Mark, zufällig auch noch. Nee, ich meine, ich habe dich schon mal gesehen. Aber nicht bei den Rocket Beans. Es tut mir leid. Ich kenne ihn nicht. Streamclips Germany vielleicht? Ich war einmal bei den Streamclips Germany und habe danach gesagt, bitte nie wieder. Und seitdem war ich nie wieder da. Aber ich war niemals bei den Rocket Beans. Ich würde. Ich liebe die Rocket Beans. Cool.
Du bist wirklich talentiert darin, deinen Pokémon ihre Stärke zu entlocken. Bla bla bla. Ja, jedes Mal ist es exakt der gleiche Kampf vor allem. Das Venikro wird bestimmt sich irgendwann entwickeln, aber... Ich mag die beiden Charaktere, weil sie cool aussehen. Future. Das sagt sie jetzt auch zum 10. Mal. Jedes Mal sagt sie, hey, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um Necrozma zu besiegen, also bitte mach du's. Und jedes Mal, ah, testen wir, ob du stark genug bist. Könntest du bitte Necrozma für uns besiegen? Ah, ich muss gucken, ob du stark genug bist. Könntest du bitte Necrozma für uns besiegen? Ja. Ja, Mrs. Ultra-Team. Wer ist nicht? Ich kenne alle Folgen von Streamclips. Das, weiß ich nicht so, ob du damit angeben kannst. Das, wusste ich doch, dass ich dich kenne. Du warst einmal in einem von den Tausenden von Clips dabei. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du gesagt, dass du oft verwechselt wirst. Bist du so ein Magier, der einfach random Sachen sagt, in der Hoffnung, dass was stimmt, um dann besonders krass rüberzukommen? So, oh mein Gott, woher weißt du das bloß? Nee. In dem Clip ging es um eine Toilette. Ich habe in dem Clip nicht gesagt, dass ich oft verwechselt werde. Aber wenn du diesen Clip findest, zeig ihn mir bitte. Dann kann ich mich beschweren, dass jemand mein Abbild einfach her benutzt. Freundschaftsentwicklung ist schwer, wenn die immer verlieren. Ach stimmt, Venikro ist eine Freundschaftsentwicklung. Das wird einfach nie... Es wäre aber cool, dass wenn ich gegen sie verliere, wird sie immer stärker und wenn ich gegen sie gewinne, wird sie immer schwächer. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe. Es scheint nicht so, als ob jetzt hier gleich ein Pokémon-Center um die Ecke kommt. Ich mag dein Auftreten total. Ich meine, du kennst mich ja schon seit Jahren anscheinend. Und verdammt gut. Deswegen, danke, danke. Okay, Party People, das war's heute. Das war es heute. Ich habe Hunger. Ich gehe was essen. Oder warte, bis Essen fertig ist. Und bin morgen wieder da. Heute Nacht werde ich so lange hier sitzen und mein Skript hoffentlich fertig schreiben. Es ist so schwer. Ich werde euch danach ganz viel erzählen, warum es mir so schwer fällt, dieses Skript zu schreiben. Ich habe sowas echt noch nie gemacht, so ein Video. Und ich will, dass das erste schon gut genug ist. Also was heißt gut genug ist? Dass das schon gut ist, das erste. Das fällt mir echt schwer, das irgendwie interessant zu schreiben. Aber es wird cool. Es wird cool. Okay. Bussi. Bis bald. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Und vergiss nicht, ich bin nicht Densen. Auch wenn ich so aussehe. Ich werde niemals so cool sein wie er. Tschüss. Tschüss.